Schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, zum 11. Plankenschnack, nicht zum 10. Wie im Teamspeak wieder keiner gesagt hat, hey Dickerchen, änder doch mal die Topic. Papau, da sind die üblichen Verdächtigen. Hallo? Hallo. Hallo. Okay, sie sind da. Wir müssen ja Toncheck 1, 2, 1 abzählen, bitte. 2. 3. Was? Okay, Garak ist wieder schön dabei, hat wieder gut zugehört. Ich mag es. Kann ich nach 4, bis 4 zählen? Oh Gott, furchtbar. Aber das liegt daran, dass er immer so viel Dark Age of Camelot spielt. Da kann er sich nicht konzentrieren, glaube ich. Ja, er hat immer die 3-Tasten-Klasse in den Bildschirm reingepeilt. Das sieht ja doof aus. Wer hat wo rein was? Was ist denn jetzt schon wieder? Na, ist gut. Okay, ich wollte schon sagen, gibt es technische Probleme? Ich repariere das gerade. Schönen guten Abend, wollte ich sagen. Katzen. Wir haben Katzen heute. Wie heißt Katze? Katze heißt Nidalee. Wow, wir sind zu fünft heute, Freunde der Sonne. Ich habe gehört, Katzen sind Magneten im Internet. So, Leute, ihr dürft einmal ausrasten. Katzen sind da. Am besten fangen wir einfach mal so an. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Ja, schön, dass ihr da seid zur 11. Runde vom Plankenschnack. Heute ein bisschen... ich würde sagen, wir haben ein, zwei Themen, die wir besprechen wollen würden. Wir haben eben gerade noch ein schönes gefunden, das, denke ich mal, ganz gut reinpasst. Wir werden uns heute mal so ein bisschen über Beziehungen während des Streams unterhalten. Wir haben heute zu Gast Basti da unten, Prise, da sitzt er. Und der wird sich gleich mal vorstellen. Wir werden mal ein bisschen mit ihm darüber sprechen, wie es ist, mit einer Vollzeit-Streamerin zusammen zu sein. Ja, weil er kann da bestimmt ein bisschen was erzählen. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, weil es sehr lustig wird. Und Basti, wie wäre es, wenn du dich einfach mal vorstellst, Herr Prise? Hi, ich bin der Basti. Ich streame auf Twitch seit 1. März 2013. Also ich habe im nächsten Monat mein 3-jähriges Jubiläum. Ich bin Student, studiere soziale Arbeit, ich arbeite nebenbei und habe mein Stream noch. Ja. Und ich bin der Freund einer Vollzeit-Streamerin. Das hört sich komisch an. Das ist sehr, sehr geil, ja. Ich bin das unnötige Anhängsel an Conventions. Ach, übrigens, das ist mein Freund. Oh ja, so das, nach dem Motto. Das kann ich bestätigen, dass er auf der Dreamhack ganz genauso aus. Oh Mann, ich muss draußen bleiben. Hey, Basti, bleib doch bei mir. Wir unterhalten uns einfach. Ich komme auch nicht rein. Das war schön. Das war ein toller Moment. Der hat uns auch sehr nah zusammengebracht, glaube ich. Hat er. Auch wenn es nur ungefähr 15 Sekunden ging. Hey, wow. Und dann haben wir uns nicht mehr gesehen, ja. Ich war die ganze Zeit an derselben Stelle. Ich habe Counter-Strike geguckt. Das habe ich am Anfang, als ich euch gesehen habe, habe ich euch das gesagt. Weißt du, worüber ich mich am meisten immer noch ärgere, um das kurz mal anzubringen? Dass ich Lilly nicht zuerst umarmt habe. Ich wollte sie eigentlich als letztes umarmen, weißt du, so als Ehre, junge Dame. Ja. Aber da kam ja dann Marcel noch wieder dazwischen und musste dann wieder mit seiner Etikette kommen, weißt du? Das war so unpassend einfach. Ja, Garak. Ansonsten. Oh. Ach so. Nee, mach. Alles gut. Nee, alles gut. Garak. Was? Du bist dran. Ja, wie wär's denn einfach, wenn du mal guten Abend sagst? Zeugs, da war ich nicht. Nee, aber du kannst ja mal guten Abend sagen, oder was? Hab ich doch. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Okay, super. Slabby, willst du vielleicht auch nochmal, oder was? Ja, schön, dass ich da bin. Das finde ich auch immer gut. Ja, okay, super, das klappt wieder vom Allerfeinsten mit euch hier heute. Falls ihr da draußen an uns Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne tun unter Hashtag Plankenschnack. Ja? Da dürft ihr euch gerne melden. Also das Vierfachkreuz, wir haben da alle vier ein Auge drauf und wir würden heute noch auf eure Fragen eingehen. So gegen Ende, denke ich mal. Also, wenn ihr wollt, haut raus. Weil jetzt werden wir nämlich einfach mal über das reden, was wir eigentlich tun wollten, und zwar die Beziehung während des Streams. Ich glaube, wir sind alle irgendwie vergeben, habe ich das Gefühl. Slabby hatte vorhin so halbwegs irgendwas gesagt. Also wir glauben... Freundschaft plus. Okay, das ist dann die nahe Beziehung. Nennen wir es einfach Beziehung minus. Dann passt das doch. Dann ist Slabby definitiv auch dabei. Die negativen Seiten fallen weg. Ach so, okay.
Ich weiß nicht, Garak, wie du bist ja auch nur fast. Ich würde bei dir einfach mal anfangen. Ich glaube, du bringst am meisten Erfahrung mit, was das angeht. Du bist ja sogar schon verheiratet, quasi. Der nächste Schritt. Wie ist denn das eigentlich so für dich nebenbei, wenn du quasi mit deiner Frau. Hast du ihr das schon mal verklickert oder weiß sie das und befürwortet sie das? Oder wie läuft das bei euch ab eigentlich? Ja, wenn wir hinten anfangen wollen, ja. Auf das Jetzt bezogen, ja. Ich sag mal so, das war ganz lustig, als es anfing mit dem Stream. Also eigentlich muss man ja die Vorgeschichte kennen, wie das Ganze überhaupt sich so entwickelt in einer Beziehung mit dem Spielen überhaupt generell. Also es hat ja nicht nur was mit dem Stream zu tun, sondern eigentlich ist das Gaming ja schon das Problem in vielen Beziehungen. Und wenn es ein Problem ist, ist es ja nicht immer ein Problem, aber es kann ein Problem sein. Und als das dann mit dem Stream losging, ich meine, da waren wir ja schon, ist das mal überlegen, meine Frau wüsste das jetzt wahrscheinlich auf Anhieb. Ich muss gerade, ich glaube, 15 Jahre verheiratet oder so. Und insofern, ja, die hat mich mit großen Augen angeguckt. Okay, bescheuert bist du eh, also mach doch. Ist mir egal, ja, also mach. So, das war die erste Reaktion. Wobei man aber sagen muss, dass das nicht so blieb. Denn wenn man also anfängt zu streamen und das richtig machen will, streamt man ja jeden Tag und sehr viel. Und dann wird das Anfängliche, naja, irgend so ein neues Game, ist das wohl, dieses Stream, muss ja ein Spiel sein oder so. Und das wird nachher schon mehr und da muss man halt mehr erklären. Also letztendlich lebt man ja nicht alleine auf dem Planeten oder alleine in einer Gemeinschaft und dann kann das schon ein Problem sein. Dann muss man das ausdiskutieren und manchmal, muss ich zugeben, gab es eben da auch Situationen, wo dann, ja, ich will nicht sagen, der Haussegen schief hing, aber wo ich, obwohl ich da nicht gut drin bin, wir Männer sind alle nicht gut in sowas, Alarmglocken, ja. Also merken, wann so ein Punkt erreicht ist, wo man vielleicht mal essen gehen sollte oder so. Das sind so Sachen, die dann kommen. Also ihr Männer unter uns hier, ihr wisst, was ich meine. Nö. Wir sind nicht gut wir haben keine vernünftigen Detektoren dafür, ja. Dafür sind wir einfach nicht gebaut. Aber irgendwann merkt der Letzte das auch. Und dann ist es meistens immer schon 3 Tage zu spät. Und da muss man so ein bisschen sensibel für werden und reagieren. Aber grundsätzlich ist es kein Problem. Also jedenfalls, sonst würde ich heute nicht mehr streamen. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, Beziehung oder Stream aufzugeben, dann wäre der Stream tot, ja, sofort, also instant. Aber die Frage stellt sich nicht, ne? In einer guten Beziehung, sage ich mal, lässt jeder dem anderen die notwendigen Freiräume, die er braucht. Und das ist auch ganz entscheidend, glaube ich, bei einer Beziehung. Um mal Siehste, bei mir war loszugehen. es immer ganz andersrum. Bei mir stand immer das Spielen und oh, bei mir stand immer das Spielen halt hier und die Beziehung hier. Und am Ende ist dann tatsächlich auch meine letzte Beziehung vor jetzt mittlerweile 1,5 Jahren daran gescheitert, weil ich einfach Prioritäten gesetzt habe. Aber die setze ich bis heute auch immer noch so. Ja, Ja. das ist auch richtig. Sollte man auch tun. Meine Rede ist ja permanent. Man lebt das Leben ja nur einmal, ein einziges Mal. Mehr haben wir davon nicht, ne? Also es gibt zwar Religionen, die der Meinung sind, dass es anders ist, aber so ich für mich denke mal, das gibt nur dieses eine. So. Und das ist endlich, dummerweise. Und man hat nur einen begrenzten Zeitraum und der ist so irre kurz, jetzt mal gemessen am, wenn man das mal pathetisch sagt, Universum und der ganzen Zeit und so. Aber grundsätzlich ist das ja einfach nur eine ganz kleine Spanne, die man zur Verfügung hat. Und meine Regel ist, mich nicht zu verbiegen für andere, sondern ich lebe mein Leben, so gut ich das arrangieren kann. Natürlich gibt es immer mal Zwänge, gesellschaftlicher Art, finanzieller Art, was auch immer. Man will ja auch überleben, ganz klar. Aber in einer Beziehung, sage ich mal, war das für mich nie so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also das muss einfach passen. Und deswegen auch, man muss da auch gleich mit offenen Karten spielen, wenn man also jemanden kennenlernt, dass man, und man ist halt Spiele-Junkie, also, oder man spielt viel, dann sollte die Freundin das von Anfang an mitbekommen. Die soll es wissen. In meinem Fall war es natürlich auch so, weil da, als ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich natürlich Dark Age of Camelot süchtig. Und nee, ist gar nicht wahr, das war vorher. Aber
Gutes MMO. Camelot kam danach. Das ist zum Beispiel Minuten. So eine wilde Phase gewesen, ja? Also diese Phase war extrem und das muss eine Beziehung aushalten. Das geht aber nur, wenn man so auf einem Level ist und das gerade, naja, und sie nicht mehr sehr frisch ist, ja? Ganz entscheidend. Das darfst du nicht machen innerhalb der ersten, sagen wir mal, 6 Monate. Da macht man es aber auch nicht. Ich weiß nicht, wer von euch spielt, wenn er ein neues Mädel kennengelernt hat, innerhalb von den ersten 6 Monaten Games. Kaum einer, echt? Kommt aufs Mädel an. Also ich meine, ich habe halt diese Probleme nicht, ne? Das ist nee, halt, fällt ist bei klar, mir du vollkommen guckst ja beim Gaming dann zu. Ich habe auch schon Abende oder Nächte gehabt, wo ich im Bett lag und Madame saß am PC und war am Zocken. Und ich dachte mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Aber das ist natürlich also, eine super Zusammensetzung, ne? Die hast du ja, das ist ja nicht normal. Absolut. Also ich würde sagen, nein. Das ist so ein Traum aller Männer, ne? Also es ist, aber es hat auch seine Nachteile. Also das ist halt, weil du bei uns halt dieses Problem, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber wir haben halt dieses Ding, wir sind beide Streamer und wir haben uns auch hier kennengelernt und wohnen zusammen und sind jetzt seit ein bisschen über 1,5 Jahre zusammen. Aber du hast halt nicht dieses Ding, dass du sagen kannst, okay, einer von beiden hat auch noch irgendwie große Kontakte zu Leuten außerhalb dieser Szene und man trifft sich auch mal mit Leuten, die nichts damit zu tun haben. Oder wenn ich meinen PC ausmache, dann habe ich halt immer trotzdem das Ding, dass wir, wenn wir miteinander reden, geht es halt oftmals auch trotzdem um das Stream oder um Games. Also du hast halt bei uns ist nicht so, dass wir damit ein Problem haben beide, aber bei uns hast du halt sehr wenig Konversationen außerhalb dieser Sachen, sondern bei uns geht es wirklich sehr viel auch um Stream und wie lief's bei dir heute, wie lief's bei mir heute, was machst du im Moment da, bla bla bla. Also das ist halt, und das ist was ich bei den Beziehungen vorher halt nie hatte. Da hast du halt den PC ausgemacht und jemanden, der damit nicht viel zu tun hat oder der halt auch nicht selber streamt, der hat halt völlig andere Gesprächsthemen. Und es ist manchmal ganz gut, wenn man über die gleichen Sachen reden kann, gerade auch was das Stream angeht, weil beide wissen, wovon sie reden und man kann da drüber diskutieren und sich halt auch gegenseitig irgendwie mal so ein bisschen auf die Finger gucken oder sagen, würde ich jetzt nicht machen oder wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich zu ihr und sage, würdest du das so machen? Aber auf der anderen Seite ist halt auch so, dass sich sehr, sehr viel in unserem Leben einfach nur um Twitch dreht. Also sehr, sehr, sehr viel. Weil einfach die ganze Beziehung quasi halt da entstanden ist und auch darauf aufgebaut hat irgendwann mal. Aber das ist natürlich ein Idealzustand, ne? Das, für mich ist es perfekt. Ja, ich denke für Lilly auch in dem Fall, ne? Also weil die Kommunikation spielt ja auf einer Ebene ab. Ihr habt euch ja quasi aber darüber auch kennengelernt. Ja, natürlich, wir haben uns auf Twitch kennengelernt und so. Ja. Was? Echt jetzt? Ja, oh, ja, wir haben uns, ich hab Lillys Stream damals entdeckt. Da hatte sie, glaube ich, 60 Follower und 5 Viewer oder sowas. Das war meine Katze. Ich war mit einem Freund von mir nachts immer, das war noch, keine Ahnung, das war Studienzeit, vor 2 Jahren ungefähr, waren wir nachts halt immer im Teamspeak und haben uns kleinere Streamer angeguckt und da haben wir halt zufällig auch mal Lilly gesehen und dann irgendwie haben wir halt irgendwie da ein bisschen zugeguckt und so und dann ist man halt ins Gespräch gekommen und ja, irgendwann hat man sich dann halt mal getroffen, hat gesagt so, hey, es passt, man spielt viel zusammen, man skypt viel zusammen, lass mal treffen und so. Und dann ist sie halt zu mir gekommen übers Wochenende wollte sie erst zu mir kommen und mich besuchen und war dann im Endeffekt 1,5 Wochen da. Und ja, so ist es dann halt entstanden. Man muss halt dazu sagen, dass wir quasi vorher 400 Kilometer auseinander gewohnt haben. Ja gut, also ich meine, 400 Kilometer ist ja nichts. Du, für mich schon, ich habe halt kein Auto. Es ist schon teuer gewesen, weil du halt echt, wir haben uns dann halt am Anfang sehr viel gesehen und wenn du dann irgendwie jedes Wochenende 60 Euro zahlen musst für einen Zug, ist das für mich nicht wenig Geld gewesen und für sie halt damals auch nicht. Bei Nils war die ganze Nordsee dazwischen. Ich wollte gerade sagen, also bei mir war das da, ich meine, jetzt ist es auch nicht viel besser, jetzt ist es auch ein paar Kilometer mehr, aber also ich glaube, ganz ehrlich, ich muss wirklich zugeben, ich könnte mir das noch nicht so vorstellen, nebeneinander zu leben, so wie du jetzt zum Beispiel, Basti und Garak, weil ich brauche den Freiraum eigentlich. Also bei mir ist zum Beispiel, so wie heute, ist halt das beste Beispiel, wo es partout nicht geht. Ich glaube, da wäre schon hinten die Bratpfanne und dann würde es gleich ein paar über den Kopf geben. Also ich habe simultan gekocht, habe noch was gemacht am Rechner und den Stream vorbereitet. Und das geht hier raus am Zimmer, rein aus dem Zimmer, raus, rein, raus, rein, raus, rein. Und ich habe da gar keine Zeit für. Und ich muss wirklich zugeben,
Es ist sehr schön, jemanden zu haben, der das toleriert, sage ich mal. Und ich bin manchmal 1,5 Tage überhaupt nicht anwesend, auf irgendeiner Plattform zu erreichen. Gar nicht. In keiner Form. Weil ich einfach mit dem Kopf woanders bin und dann nicht, dass das nicht wichtig ist für mich, aber ich vergesse sowas halt zum Beispiel. Und das kommt, glaube ich, manchmal gar nicht so gut, aber man muss halt gucken, wie weit man den Bogen spannen darf in irgendeiner Form. Und deswegen sind diese, ist die Distanz immer ganz gut, weil ich kann der Bratpfanne immer ganz gut ausweichen. In dem Sinne. Aber ich denke schon, dass ich glaube, es ist schwer, wenn man keinen gemeinsamen Nenner hat, irgendwie. Ja, es ist Also. aber auch anstrengend. Also es ist teilweise halt, man muss dazu sagen, es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammenwohne. Ich bin mit 19 ausgezogen, ich habe immer meine eigene Wohnung gehabt. Ich habe mir auch als Student immer gesagt, so hey, den Luxus gönne ich mir, dann gehe ich lieber nebenbei arbeiten. Aber ich bin kein WG-Mensch, absolut nicht. Ich bin immer jemand gewesen, der alleine gewohnt hat. Und es ist halt jetzt quasi das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammenwohne. Und dann halt auch dieses Ding noch zu haben, dass Lilly halt quasi von zu Hause aus arbeitet. Und ich Student bin und sowieso relativ viel Zeit habe, wir sitzen halt sehr viel zu Hause. Also wir sitzen halt wirklich sehr viel zu Hause, weil sie halt auch einfach von zu Hause arbeitet und man sieht sich halt sehr, sehr viel. Und manchmal ist es halt auch echt schon so, pff. Aber wir haben halt den großen Vorteil, dass ich quasi mein Zimmer habe, wo ich mich rein verziehen kann und Lilly halt ihre zwei Zimmer hat, wo sie sich rein verzieht. So, und dann kann Zwei? man sich halt so, ja gut, sie sitzt halt viel im Schlafzimmer und liest oder sie ist Ach halt in so. ihrem Arbeitszimmer. Ich wollte schon Und ich habe halt so sagen. das Wohnzimmer für mich quasi. Das ist ja schon, das hat ja schon Prinzessinnenstatus hier. Zwei Zimmer, also mal ganz ehrlich. Also Und sie meine Frau hat verzieht eine sich dann eigene in den Wohnung. Westflügel. Ja. Ja, manchmal finde ich sie auch nicht mehr bei den ganzen WCs und Schlafzimmern. Und Du bist ja eh das nur geht am mir Zocken. manchmal so. Ich muss echt suchen. Ich meine, Ja, ich wir habe. haben unten eine Einliegerwohnung im Haus und da hat sie ihr Büro, oder? Und das sind dann drei Räume und ja, so ist das dann halt, weil sie ist halt auch selbstständig und insofern wohnt man zwar in einem Haus und aber da wir ja beide arbeiten, trifft man sich gar nicht so oft. Also wenn das groß genug ist, geht das. Ich meine, bei dir, Nils, ist es halt ein bisschen enger, aber wenn das groß genug ist, dann verläuft sich das auch. Ja, Ja, so bei groß ist mir bei auch. uns nicht. Bei uns, wir haben auch nur eine 2,5 Zimmerwohnung mit, weiß nicht, wie viele Quadratmeter das sind. Nicht viel. Also es ist halt auch nicht wirklich groß. Aber wie gesagt, also wir sehen uns halt trotzdem tagsüber, ja, relativ wenig. Also ich glaube, deutlich weniger als Leute, die nicht viel spielen. So. Also, ja. Es Aber geht aber. Basti, um mal bei dir kurz mal das anzusprechen. Das Lustige ist ja, eigentlich bist du ja der Vollzeitstreamer von euch beiden. In dem Sinne. Eigentlich schon, Weil ja. du Also ich. verbringst ja viel mehr Zeit beim Zocken Ja. als Lilly. Dafür macht aber Lilly ja super viel Papierkram. Ich meine, Ja. wenn. Wie läuft denn das ab? Machst du eigentlich für sie Essen oder sie für dich? Weil ich lese eigentlich immer die ganze Zeit nur von dir, beste Frau, beste Essen. Und Ja, es dann ist von aber dir auch so, ja, so. ich gehe jetzt erstmal live, wir spielen noch ein bisschen. Denkst du, oh, Ja. warte mal, bist du oder sie jetzt? Also bei uns ist halt. Man muss halt dazu sagen, bei uns ist so, ich bin halt ganz klar Zocker. So, ich bin Zocker. Ich könnte auch 16 Stunden am Tag am PC sitzen und zocken. So, hätte ich gar kein Problem mit. Und Lilly ist halt eigentlich kein Zocker. So, sie spielt schon gerne Computerspiele, sonst würde sie das Ganze auch nicht machen. Aber Lilly ist halt eher so der Streamer. Lilly geht online, spielt ihre Sachen, dann macht sie noch Sachen für den Stream. Und dann war es das bei Lilly aber auch schon wieder. Und ich bin halt jemand, ich sitze halt gerne am PC und ich verbringe da gerne meine Zeit. Und Lilly halt nicht so. Also die macht halt auch sehr viel noch nebenbei zeichnen und lesen und sowas. Und das mache ich halt alles nicht. Aber ja, mit dem Kochen ist halt so eine Sache. Ich kann halt nicht kochen. Also gebe ich offen zu, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Du kannst mir irgendwas vorsetzen, du kannst da irgendwas drinne vergessen, ich würde es nicht rausschmecken, weil ich kann das einfach nicht. Das ist aber auch was ich einfach irgendwann. Ich kann Nudeln kochen. Das war es dann aber auch schon. Aber ich habe mich damit arrangiert. Lilly kocht sehr gut. Und dann hat sich das halt so ergeben. Ich putze halt die Wohnung und mache den Abwasch und Lilly kocht. Und meistens machen wir es halt so, dass sie fängt ja grundsätzlich immer so 18, 19 Uhr an. Und ich ja das zweite Mal dann auch meistens 18, 19 Uhr. Und wir machen es dann halt meistens so, dass wir uns vorher zusammen in die Küche setzen und ich. Weiß nicht, setze mich dann irgendwie auf den Stuhl oder so und sie kocht halt und wir quatschen dann halt vorm Stream noch mal eine Stunde, dass man einfach irgendwie so diese soziale Interaktion mit der Partnerin am Tag noch mal so ein bisschen auffüllt.
Also, weil sie halt ungern dann auch allein in der Küche steht, während ich am PC sitze, und ich sitze dann halt ungern am PC, während sie in der Küche steht und mein Essen macht. Das ist halt was, wo ich dann immer so denke, okay, jetzt, keine Ahnung, muss ja nicht sein, dann kannst du dich jetzt auch zu ihr stellen und mit ihr noch ein bisschen quatschen nebenbei. Aber sie ist diejenige, die kocht, ja. Dafür mache ich halt meistens die Wohnung sauber oder, keine Ahnung, bring den Müll runter, mach den Abwasch, solche Sachen. Wie ist das, Slabby und Garak bei euch? Also, ich meine Slabby bei dir vorher, aber Garak, machst du irgendwie, bindest du deine Frau irgendwie mit ein? Also nicht öffentlich in den Stream, aber irgendwie abseits davon, dass du sie Nein. da teilst? Nee, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ah doch, ich glaube, meine Amazon-Gutscheine kriegt sie immer. Also, da kann man schon mal klatschen. Das ist Top-Einbindung der Frau im Stream. Also, super. Ja, nein. Nein. Nee, überhaupt nicht. Hast du auch überhaupt gar keine Intention oder will sie einfach prinzipiell gar nicht? Nein, sie spielt auch nicht. Also Ah, sie okay. spielt keine Computerspiele außer Solitär. Und das dann allerdings suchtartig, immer so anfallsmäßig, vorwiegend dann, wenn sie eigentlich Buchhaltung machen sollte. Aber ansonsten nein, also da gibt es überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Aber das ist auch ganz gut so. Also ich finde beide Sachen, Seiten ganz gut. Also einmal, wenn sie jetzt so wäre wie Lilly, sag ich mal, so dass also das gleiche Business wäre, ja, hätte ich überhaupt kein Problem damit, wäre cool, ja, würde ich gar nicht mal schlecht finden. Kann man nämlich auch was draus machen, gemeinsam dann, was auch nicht schlecht ist. Und aber so ist es auch okay. Dafür hat sie dann ihr eigenes Hobby, woran ich nicht so wirklich Interesse habe. Und so hat jeder seins. Und das ist auch eine ganz wichtige Komponente in einer, ich sag mal, lang andauernden Partnerschaft, weil man geht sich halt nicht auf den Senkel, ja. Also das ist ja der Tod jeder Ehe ist ja auf Zeit, dass man einfach aufeinander hockt und nachher irgendwie gar nichts mehr miteinander machen will, weil das einfach zu viel des Guten ist. Auch viele, also aus männlicher Sicht jetzt, viele Mädels sind da auch ein bisschen extrem, was das angeht. Ich habe viele kennengelernt, die versuchen einfach den Mann für sich selbst, also quasi rund um die Uhr zu haben. Das funktioniert mit Männern halt nicht und das geht immer auseinander, früher oder später. Aber wenn jeder Part seinen eigenen Spielraum hat, sein eigenes Hobby am besten, ganz für sich alleine und sich dort ausbreiten kann und wohlfühlt, dann funktioniert es wieder, ne? Und insofern macht meine Frau völlig andere Dinge. Weißt du, was der Witz ist? Bei uns ist genau umgekehrt. Ja, sorry, das kann auch gehen. Lilly kriegt tierisch die Krätze, wenn wir uns ständig sehen. Lilly ist auch die, die sagt immer: Oh, ich bin so froh, wenn dein neues Semester anfängt und du nicht mehr die ganze Zeit hier rumsitzt. Ist wirklich so. Und ich bin halt derjenige, der sagt so: Hey, so, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn du da drüben in dem anderen Raum sitzt. Das ist mir so latte. Und wenn wir uns 30 Mal am Tag über den Weg laufen, so, I don't care. Aber Lilly ist so: Oh, ich bin so froh, wenn Du du mal außer stehst in Haus 16 bist. Stunden auch gar nicht auf vom Rechner. So, ey, aber es ist bei uns wirklich umgedreht. So, ich bin derjenige, ich habe damit überhaupt kein Problem, die 24/7 um mich zu haben. Und Lilly ist, wie jetzt das mit Berlin, wo sie jetzt noch, die ist so froh, wenn sie mal 3 Tage hier rauskommt und mein Gesicht mal nicht sehen muss. Das ist halt wirklich so. Es ist wirklich so. Das ist auch nicht böse gemeint, aber es ist wirklich so. Also bei uns ist es echt komplett umgedreht, dass Lilly halt auch sagt so, boah, ich gehe jetzt mal zu meiner Mom oder so, damit ich hier mal rauskomme irgendwie und dann stream du, viel Spaß. Oh, wir sehen uns heute Abend oder sowas. Und ich bin halt so, ja, mach mal. Aber im Endeffekt könnte sie auch hier sitzen. So, ich hätte damit überhaupt kein Problem. Also, es Ich ist habe echt. übrigens beides schon miterlebt. Meine jetzige Frau ist die zweite Ehe. Und die erste ging schief, genau deswegen, weil dieses Nicht-Dasein, also nicht aufeinander hocken können, ein Problem war. Ja? Also eine völlig unterschiedliche Interessenlage. Ja? Und vielleicht auch bedingt damals durch die verschiedenen oder die unterschiedlich schnelle Entwicklung. Ja? Du musst auch aufpassen, dass die Partnerin ungefähr auf deinem Level bleibt. Ja? Also sei es von den, ich weiß nicht, von den Tätigkeiten her, vom Intellekt her. Also das ist alles ein Problem in Beziehungen über die Zeit. Also um es jetzt mal krass hinzuwürfeln, es hilft nichts, wenn du einen IQ hast von 140, den du auf die Straße bringst, weil manche bringen das ja nicht auf die Straße, aber den du auch wirklich auf die Straße bringst und hast ein Mädel, das einen IQ hat von 80 oder 90. Das geht irgendwann in die Hose. Das gibt Ausnahmen natürlich, aber irgendwann geht es in die Hose, weil du hast keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren. Weißt du, du redest aneinander vorbei. Und das Gleiche gilt auch für die Hobbys. Die können gleich sein, so wie bei euch zum Beispiel. Aber sie können auch grundsätzlich verschieden sein. Wichtig ist aber, dass es die gibt.
Wenn nämlich, gerade bei Frauen ist es sehr häufig so, Männer haben ja komischerweise immer irgendwelche Hobbys, und wenn es saufen gehen ist oder so, das ist völlig egal. Also irgendwelche Hobbys haben Männer ja immer, nur Frauen nicht. Also es ist tatsächlich so, dass die doch sehr häufig, wenn du sie fragst, müssten sie eigentlich sagen, ja, Hobby ist mein Mann. Also mein Mann ist mein Hobby. Ja? Und das ist eben eine Katastrophe für jeden Mann, weil Männer damit gar nicht klarkommen. Und ja, das Resultat ist dann nachher das Ende. Ne? Und in meiner ersten Ehe war es so. Ich war immerhin 10 Jahre verheiratet. Und das ging nachher in die Hose, weil die Interessen quasi komplett auseinanderliegen. Also ich entwickelte mich turboartig, also in meiner Selbstständigkeit, Studium und so weiter, während das meine damalige Frau einfach stehen geblieben ist, auf dem Punkt, wo sie war, nach der Schule. Und einfach nur noch zu Hause war, aufs Kind gepasst hat und Hausmütterchen wurde. Ja? Und das ging gar nicht mehr. Ne? Und irgendwann bricht sowas auseinander. Also man muss aufpassen, dass es auf einer... Was war das denn? Sie krabbelt. Nein, ich nehme die mal am Bauch und heb die hoch. Die rennt hier mal das rum und dann schmeißt mir mal naja. Scheiß runter. Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Fakt, dass dieser Level ungefähr gleich ist. Eine Gleichberechtigung ist ganz, ganz wichtig innerhalb der Ehe. Oder innerhalb der Partnerschaft, muss ja nicht eine Ehe sein, kann ja auch so sein. Slabby, ich würde gerne dir eine ganz spezielle Frage stellen, weil du bist ja hier quasi das gebrandmarkte Huhn sozusagen. Du hast dich, glaube ich, selber damals getrennt wegen den Stream. Oder ist ja auch egal, auf jeden Fall gingen die Wege auseinander. Du hast ja ganz klar gesagt, du steckst deine Prioritäten anders. Meinst du echt, dass du unter diesen Voraussetzungen irgendwas Funktionierendes nochmal finden würdest? Und findest du, dass du selber die richtige Entscheidung getroffen hast damals? Also mir wurde die Entscheidung vorgesetzt. Ich habe mich nicht entschieden. Ich habe angefangen zu streamen, um das kurz, ne, schon mittendrin im Epilog dieser Beziehung. Das heißt, als ich noch komplett drin war, habe ich nicht gestreamt. Das war dann erst, ich bin quasi weggezogen. Wir haben vorher zusammen gewohnt, ich bin weggezogen, quasi als Übergang zu meinen Eltern, habe dann da auch angefangen zu streamen und das mache ich bis heute noch. Und dann hat man sich quasi immer noch so gesehen, aber das war so mehr oder weniger, jeder kennt das, bei dem schon mal eine längere Beziehung zu Ende gegangen ist. Man geht nicht sofort komplett, also bei vielen vielleicht, aber bei manchen vielleicht auch nicht und so war es bei mir. Man geht nicht sofort auseinander, sondern man weiß, irgendwie läuft es nicht mehr, aber man ist doch irgendwie lieber zusammen als alleine. Und in der Zeit habe ich sozusagen dann angefangen zu streamen und dann ging das noch so ein bisschen und dann war ich eher der Betroffene, also ich war der Verlassene dann tatsächlich, nicht derjenige, der gesagt hat, ich streame jetzt, ich habe keine Zeit mehr für dich, sondern ich habe gesagt, ich streame jetzt, ich habe nicht viel Zeit, aber man kann sich immer mal wieder sehen und das hat sie dann wiederum nicht akzeptiert. Deswegen, mittlerweile muss ich sagen, geht es mir sehr gut damit und ich muss auch sagen, ich bin momentan sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, dass ich einfach Dinge wie Stream, Karriere und so ein Gedöns nach oben schiebe, weil ich dann, ich habe noch ganz andere Leichen im Keller, ne, also das Was? Geht jetzt nicht. Naja, es geht jetzt, ne, also ich habe noch viele andere Dinge, die ich noch nebenher erledige, nicht nur halt Streaming und sowas, das heißt, die Prioritäten da sind, aber das Stream ist bei mir auf jeden Fall oberste Priorität und, danach dreht sich sozusagen auch mein Leben. Ich gucke immer, wann gehe ich arbeiten? Das hängt immer davon ab, wann ich streame. Nicht ich streame und das hängt davon ab, wann ich arbeiten gehe. Und es ist allerdings eine temporäre Entscheidung. Also es ist keine Entscheidung, wo ich sage, das werde ich, bis ich 60 bin oder so durchziehen. Ich streame 5 bis 8 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche und wo die Familie bleibt, das kann ich dann irgendwann noch sehen. Das sage ich jetzt. Aber in 5 Jahren wird sich das auch ändern. Und ich will jetzt nicht derjenige sein, der nur auf Karriere geht und irgendwann dann sagt, oh, ja, eigentlich hätte ich auch gern ein Kind gehabt. Ne? und dann ist es halt zu spät. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn ich am Ende da sitze und sage, ja, eigentlich hast du keine Kinder, eigentlich hättest du welche gehabt, weil ich muss nicht unbedingt Kinder zeugen. Menschen gibt es eh genug. Und ich habe mittlerweile einen sehr niedlichen Neffen, mit dem kann ich kuscheln, wenn ich will. Und das Baby wohnt ja quasi im Haus. Und wenn ich Bock auf Baby habe, dann hole ich mir einfach eins. Und wenn es anfängt zu schreien, dann gebe ich es seiner Mama wieder ab und dann gehe ich wieder weg. Und ich finde das viel besser, als selbst halt eins zu haben, weißt du? Wenn es irgendwann passiert, dann passiert's. Und
glaube, ich wäre ein guter Papa, aber ich werde es nicht forcieren. Ja, so wie halt. Gute Grundvoraussetzung, nach dem, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Du wärst wahrscheinlich grandioser Vater. Nicht. Klar. Ja. Ich werde ihnen alles mit Minecraft beibringen, was es beizubringen gibt. Ja, wahrscheinlich. Wisst ihr, also mein Enkel trägt jetzt Größe 3 Pampers mit Super Protection. Ja? Da bin ich jetzt voll fit. Habe ich gerade Freitag gekauft. Und ich habe ihm schon mal so ein paar Bilder hingelegt und der hat immer gegrinst, wenn das Dark Age of Camelot Screenshots waren. Total geil. Das hat funktioniert. Wir alle, also wie wahrscheinlich jeder von uns, versucht die Kinder gleich so zum Zocken animieren versucht, ja. ich würde euch gerne eine Frage stellen, die mir manchmal im Kopf rumschwört, ja. Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit eurem eigenen Stream eine Beziehung führt? Ja, sicher. Das ist also ja ich rede jetzt hier von, also nicht, dass ihr euch jetzt quasi im Kopf so führt, ja, das ist mein Ehepartner hier, mein Stream, habt ihr Wurschtgesicht, sondern dass ihr wirklich mit den Menschen dort auf irgendeine Art und Weise so eine Beziehung führt, also dass ihr euch verpflichtet fühlt und dass ihr, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann, aber so dieses, ja, wisst ihr, was ich meine? Was, das macht mir ein bisschen Angst. Basti, glaube ich, nicht, oder? Oder keine? Garak und Basti? Ich überlege gerade. Nee, doch schon. Ich meine, hallo, ich bin seit 3 Jahren am Stream und wenn ich mal nicht streame, habe ich ein schlechtes Gewissen. Also natürlich oft, ja. Also prinzipiell schon. Und ich weiß nicht, also ich kann schon sagen, ich bin recht offen auf meinem Stream, was mein Privatleben angeht. Also ich meine, ich schmeiße jetzt nicht mit meiner Adresse um mich, aber ansonsten weiß eigentlich jeder, der länger bei mir zuguckt, alles von mir. Also ich bin dann halt auch jemand, der da kein Problem hat, irgendwie über seine Vergangenheit zu reden, die bei mir halt jetzt vielleicht nicht so rosig war. Oder über Sachen zu reden wie, oh, keine Ahnung, mir ist das und das passiert, mir geht's scheiße. Oder hey, ich habe irgendwie privat, da ist was passiert in der Familie oder so, bla bla bla. Und ich habe halt da aber auch schon oft das Ding gehabt, dass halt ganz viele Viewer irgendwie kamen und dann einen halt auch wieder aufgebaut haben, wenn's scheiße war, so. Und das ist halt was ich die 3 Jahre über oft hatte oder schon ab und zu mal hatte. Und deswegen ich denke schon, dass man da so ein bisschen eine Beziehung führt mit dem Stream. Also klar, natürlich ist es oftmals einseitig, weil halt die Leute, man weiß halt nicht oder oftmals nicht, wie die Leute aussehen. Und dabei gucken die einen jeden Tag. Und die Leute, die zugucken, wissen viel mehr über einen, als man über die Leute weiß. Aber man fühlt sich, also gerade wenn ich jetzt mit privaten Sachen komme und ich bin da halt jemand, wie gesagt, ich habe damit kein Problem, fühlt man sich halt schon oft verstanden und ich habe auch das Ding, dass ich da oftmals sagen kann, so hey, mir geht's heute nicht so prickelnd und so, wir machen heute ein bisschen Slowdown und bla 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 und dann wird man wieder aufgebaut und ist schon so eine Art Beziehung, ja. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich, also letzten Montag, genau, ja, diese Woche Montag, also letzten Montag, war ich total heiser und konnte nicht streamen und ich hatte irgendwie voll das schlechte Gefühl so, dass ich meine Leute nicht sehen kann, also die ich ja sowieso nicht sehen kann, aber das ist ja so, als ob ich sie sehe, also jedenfalls sehe ich sie im Chat und viele fliegen ja auch mit, also mittlerweile fliegen ja fast immer 4 oder 5 Flugzeuge in die gleiche Richtung, wenn ich los unterwegs bin, also das heißt, irgendwie ist das schon so wie eine Beziehung, ja, kann man fast sagen. Auch wenn das eine andere Form oder Art ist, aber ich glaube schon, dass es in der, ja, dass diese Community, die gibt einem schon eine ganze Menge, ja, irgendwo. Und ist auch für viele gar nicht so richtig verständlich, glaube ich, so, die nicht streamen oder ja, die nicht da drin sind. Man kann das auch ganz schlecht erklären, aber so wie bei Nils, er macht ja seine Community-Party da im April und wo er im Community auch kommt. Ich mache sowas im Juni zur ILA, weil das vom Thema her natürlich toll passt. Und das finde ich toll. Also man lernt unheimlich viele coole Leute kennen. Und früher ist man halt in die Kneipe gegangen und hat die da kennengelernt. Heute lerne ich sie so kennen. Ist auch nett. Also ist irgendwie, ja, für Außenstehende, die damit nichts zu tun haben, völlig crazy. Die können das gar nicht nachvollziehen. Aber es ist halt so. Clevy? Ich habe ja gerade schon gesagt, mir macht das eher eben genau das, beziehungsweise es hat mir eine Zeit lang Angst gemacht. Als ich angefangen habe zu streamen, ging es ja, ne, tümpelte das, wie wahrscheinlich bei jedem von euch,
die ersten Wochen so ein bisschen vor sich her. Da habe ich halt immer so für 3 Leute oder so gestreamt. Und plötzlich nach einem Monat, bam, 10 Leute, bam, 20 Leute, weil irgendwelche, du zum Beispiel, Nils, auf mich halt aufmerksam geworden ist, sind Leute zu mir rüber geschickt haben, andere Streamer ja genauso. Und dann wurde man kirre und dann hat man plötzlich ganz viele Leute im Stream gehabt im Vergleich. Und wenn man dann mal einen Tag halt nicht gestreamt hat, vorher war das noch so, ja, heute streame ich nicht, mein Gott, brauche ich auch keinem irgendwie Bescheid zu sagen, weil ne, die 3 Leute, die gucken dann halt 2-3 Tage später wieder zu, wenn plötzlich viele Leute zugucken und einem plötzlich 100, 200 Leute irgendwie bei oder noch mehr bei Twitter folgen und wirklich das lesen, was man schreibt, dann denkt man sich schon, okay, ich habe gestern eigentlich gesagt, ich stream heute oder vorgestern, dann solltest du das auch machen. Und das war am Anfang schon was, womit ich halt kämpfen musste, weil diese Verantwortung, die ich dann halt wiederum dadurch bekomme, es ist nur eine kleine Verantwortung, aber ich meine, ne, ich habe mit 29 angefangen zu streamen oder mit 28 und vorher habe ich guten paar Ausbildungen gemacht und sowas, aber nie wirklich was, wo ich sagen würde, ich habe irgendwas geschafft in meinem Leben. Und da kommst du auch nicht hin, weil du irgendwie gerne Verpflichtungen nachgehst, sondern ich bin eher der Typ, der Verpflichtungen hinterher wegrennt, sozusagen. Ja? Ich lasse mir gerne so viele Türen wie möglich offen. Und da war das Stream eine dieser Türen, durch die ich gegangen bin. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich viele Türen halt geschlossen. Und damit muss ich erstmal umgehen lernen. Und daher würde ich sagen, ja, der Stream ist quasi wie eine Beziehung. Wenn du erstmal lang genug das machst und erstmal tief genug drin bist, dann hast du irgendwann tatsächlich die Verantwortung halt, naja, halbwegs zumindest, regelmäßig live zu kommen. Und klar, du machst es auch für dich, aber irgendwo machst du es auch für andere. Für die Leute, die es halt, die dir zugucken. Und wenn ich dann bei Twitter lese, oh, schade, dass du heute nicht streamst, was mache ich jetzt das ganze Wochenende oder so, dann, ne, ist halt schon kacke zu lesen. Und jetzt war ich halt 2 Wochen weg, beziehungsweise ich war eigentlich nur 5 Tage weg, bin wiedergekommen, bin krank geworden und konnte dann halt 2 Wochen am Stück nicht streamen. Und das hat mir richtig wehgetan. Also, nachdem ich jetzt 2 Monate wirklich durchgeballert habe, 2 Wochen nicht streamen zu können, das war schon schmerzhaft. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein gebrochenes Herz. Wie wenn man halt eine Freundin hat, die dann plötzlich weg ist. So für ein paar Wochen. Ich glaube, so eine lange Pause hatte ich noch gar nicht in meinen 3 Jahren Stream. 2 Wochen Pause. Nee. Ich auch nicht. Nee. Doch, hatte ich. Einmal hatte ich das im vorletzten Dezember. Da war ich krank und da war ich tatsächlich 4 Wochen offline. Das habe ich auch gemerkt und ich war total glücklich, dass ich wieder streamen konnte. Ich glaube, das längste, was ich hatte, waren 6 Tage. Oder 5 Tage, und das, zwar Gamescom. Das hatte ich auch letztes Jahr, als ich in der Schweiz war, ja. Aber das war auch doof, das war komisch. Ich musste immer jemanden ärgern, damit ich, das war ganz, egal, eine andere Story. Bei mir ist das auch so, also ich liebe meinen Stream. Ich liebe meine Community, also den Kern der Leute. Körperlich? Natürlich auf geistige Art und Weise. Also ich liebe es, den Umgang, es ist wie eine Familie und ich könnte nicht ohne. Und der zusätzliche Stress der Verpflichtung, das ist wie Treibstoff, finde ich. Für mich ist, ich kann keine Pause machen, weil das für mich Treibstoff ist. Dieser, also es ist Druck, der sich aufbaut natürlich, weil du willst ja da sein und du musst ja auch einigermaßen gut drauf sein. Manchmal hat man auch Tage, da ist man einfach nicht gut drauf. Kommt bei mir auch ab und zu mal vor, da steht man morgens auf, guckt in den Spiegel, denkt sich so, Mann, mach den Bart ab, das sieht nicht gut aus. Und dann gehst du mal den Stream an und dann ist es halt alles wieder gut, weil die Leute einfach für dich da sind und Spaß haben. Natürlich kannst du das so mit einer Beziehung nicht vergleichen, aber es ist trotzdem, man bindet sich an die Menschen. Also ich glaube, ich kenne 50% aller Menschen, die mit mir reden, oft kenne ich ganz viel Privates. Und ich habe, glaube ich, eine riesige Bibliothek in meinem Kopf von diesen Sachen. Und ich wollte das auch immer so persönlich haben. Ich will halt, dass sich jeder fühlt, als wenn er bei mir auf der Couch sitzt und einfach zuguckt, wenn ich zocke. Und das bindet dich ungemein an diese Menschen. Und das ist wie, wenn deine Freunde sagen, hey, lass uns in eine Kneipe gehen und du abends dann sitzt, nee, ich weiß nicht, ich habe eigentlich keinen Bock, ich war arbeiten. Und dann gehst du trotzdem, weil du die Leute magst. Ja. Und so ist es dann mit dem Stream auch, dass du irgendwann, du bist halt, ich nenne es halt immer gerne, du bist A, süchtig und ich bin sowieso süchtig nach Stress.
Und das gibt immer eine explosive Mischung. Da kommen dann ganz kuriose Sachen bei raus. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist definitiv und eindeutig eine Beziehung, die man führt, ja. Ganz klar. Wenn ihr wollt, es gibt super viele schöne Fragen, die dazu passen gerade. Gerne. Lasst uns mal zu dem Hau Thema noch. raus. Boggy hat gerade gefragt, wie geht ihr eigentlich mit Groupies um? Hat man da Chancen auf Schnicki-Schnacki? Also ich denke mal, Schicki-Schnacki? Ja. Schicki-Schnacki, ja, also Schnacken. Hat mal, also wie würdet ihr, ich meine, du, Basti, du warst ja jetzt auf der DreamHack, du warst auf der Gamescom, für dich ist das wahrscheinlich Ich glaube, mit Schicki-Schnacki meint er was anderes. Nee, Wenn es um Groupies geht. Schnacken meine ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass er Schnacken Doch, meint. ich meine, er meint Ach Schnacken. so, okay, ja, Ich dann meint glaube er nicht. Schnacken. Also, Er okay. meint Er schon meint reden. bestimmt ganz, nee, er meint bestimmt, meint er reden, ja. Ja, er meint Netflix und Schicki-Schnacki. chill. Da steht Schnacki und das heißt quatschen. Das interpretieren wir jetzt so. Alles klar. Was war die Frage? Wie ihr damit umgeht, wenn ihr irgendwer, wenn irgendjemand mit euch schnacken will, quasi. Seid ihr da mehr Nein. offen oder? Da kann jeder zu mir kommen, der Bock hat, mich anzuquatschen. Aber also ich habe es auch schon im richtigen Leben gehabt, dass Leute zu mir kamen und meinten, bist du nicht dieser Priester? Streamst du nicht? Und ich dann so, ja, bin ich. Hallo, wer bist du? Das ist immer lustig, weil die Leute immer denken, man kennt denjenigen. Also die kommen immer zu dir und du bist immer, hey, und Priester und cool. Und du stehst immer und denkst so, und du bist wer? Wer bist du nochmal? Aber, also ich habe damit gar kein Problem. Wie gesagt, ich habe das früher schon gehabt. Ist mir jetzt zweimal passiert, dass ich, als ich rausgegangen bin, einmal in einem Saturn, dass mich der Verkäufer angequatscht hat, meinte, ich kenne dich doch, streamst du nicht DayZ, bist du nicht Priester? Wenn ich so, ja, ich brauche zwei HDMI-Kabel. Und das andere Mal war irgendwie auf dem Weg ins Kino mit zwei damaligen Kommilitonen von mir, wo dann zwei so Jungs kamen, ich weiß nicht, so 15, 16, waren mit ihren Longboards so, hey, bist du nicht Priester? Cool, können wir ein Foto machen? Ich so, ja, komm, mach mal ein Foto, alles gut. Und auf der DreamHack und Gamescom klar, da hast du das natürlich sowieso. Ich meine, sag mal, 80% keine Ahnung, des Grundes, warum ich an solche Conventions gehe wie DreamHack oder Gamescom, ist, um Leute zu treffen, die den Stream gucken, weil es halt cool ist, mal die Leute zu sehen, die irgendwie zugucken und die da jeden Tag da sind und die halt auch einfach mal privat zu treffen oder persönlich kennenzulernen und denen mal die Hand schütteln zu können und so. Und ob man will oder nicht, es kommt halt auch dann irgendwann einfach dazu, dass die Leute halt nun mal einfach ein Foto von dir wollen oder eine Unterschrift oder sowas. Warum auch immer man eine Unterschrift von mir haben wollen würde, ich verstehe es nicht, aber es ist halt einfach so. Das gehört meiner Meinung nach, wenn man einen Stream hat, der sehr stark auf die Community aufbaut und auf die Leute, die da sind, gehört es für mich dazu. Ja. Wie wär's denn mit Garak? Garak war auch noch auf keiner wirklichen Convention, glaube ich. Garak, wie sieht's bei dir aus? Also du kannst ja quasi jetzt schon deinen Simulanten sagen, boah, wenn ihr mich anquatscht, dann gibt's aber richtig Pommes in der Pfanne. Ja, nee, ich habe das Ja, eigentlich, nee. also so im richtigen Leben passt. Also ich hatte einmal die Situation, was ich sehr ulkig fand, da habe ich ein Modeshooting gemacht und für einen nicht ganz unbekannten Kataloganbieter. Und das Model, das Orion? dort abgelichtet wurde, das Model, das dort abgelichtet wurde, sag mal, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und ich sage nur, kann sein, so weiß ich nicht. Vielleicht in Berlin oder so. Da tobe ich ja ab und zu mal rum und oder hier und da. Nee, das muss irgendwie im Computer gewesen sein. Ich sag, jo, weiß ich auch nicht. Also, ja, aber das war was mit Spiele, das kann ja nicht sein. Nö, das kann ja nicht gewesen sein. Und dann war das Thema auch wieder zu Ende. Ich glaube schon, dass sie mich gesehen hatte, aber naja. Wobei ich mich dann gefragt habe, wie kommt, aber das war zu der Zeit, als ich noch Arc Age gespielt hatte, also keine Flugsimulation. Und dann passt das auch schon wieder. Aber sonst nein, habe ich nicht. Was ich ab und zu mal habe, ist, dass ich so Fanboys habe, die, also jetzt im Netten, ja, Fanboys im Netten, die doch schon mal mich penetrieren auf Facebook oder auf, also mit Fragen jetzt. Also das ist schon so eine Art, würde ich sagen. Aber das ist super nett und alles in Ordnung. Also ich komme damit klar, das ist auch nicht zu viel. Und ich bin auch jemand, der sich da relativ schnell, wenn,
wenn mir das irgendwie zu stressig wird, mein Freiraum verschafft. Also da habe ich kein Problem. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Slavi? Ich habe die Frage vergessen. Wie das mit dem Schnacken ist bei dir, wenn ich jemanden anquatsche. Also schnicki-schnacki. Schnicki-schnacki. Also ich versuche das immer so zu trennen. Wenn wir es jetzt tatsächlich über Reden sprechen, dann, wenn ich die Zeit zum Quatschen habe, dann nutze ich die für Stream. So sehe ich das halt. Und deswegen sieht man mich auch so selten eigentlich im TS, weil wenn ich wirklich die Zeit dafür habe, dann streame ich halt. Weißt du, und dann bin ich halt auch nicht im TS. Wenn jetzt Leute wirklich konkret auf mich zukommen und sagen, ich habe da mal eine Frage, irgendwie, weiß ich nicht, Minecraft oder Stream oder sonst irgendwas, können wir nicht mal kurz quatschen, dann, ne, entweder über Chat oder über Teamspeak kriegt man mich da schon an die Leine. Aber an sich halte ich das immer halt so, wenn ich mal die Zeit für mich habe, dann habe ich auch die Zeit für mich, dann bin ich auch nicht irgendwie erreichbar oder so, mein Handy ist dann auch aus. Wenn ich die Zeit eben habe zum Schnacken, dann habe ich halt auch Zeit zum Streamen und dann streame ich lieber. Ja, und so Groupies halte ich nichts von, ehrlich gesagt, weil ich treffe mich gerne mit Leuten auf der Gamescom oder so, wenn halt solche Anlässe sind und dann quatscht man, macht Selfies und trifft sich kurz, weiß ich nicht, kam halt bei der letzten Gamescom auch schon Leute an und wollten ein Autogramm haben oder sowas, was ich lustig fand, weil, ne, ich und so, aber ja, ich sag ja, also, warum? So, ja. Also. Aber ne, es ist halt lustig und für den einen Tag kann man sich halt mal irgendwie toll fühlen oder so, aber ne, wenn man mich halt dieses Jahr sehen möchte, dann kommt zu Gamescom, schreibt mir eine kurze Nachricht irgendwie bei Twitter und dann kann man sich gerne mal sehen und ein bisschen quatschen. So habe ich viele nette Leute kennengelernt und so ist das in Ordnung. Aber meistens kennenlernen über Stream, die Leute, die ich so treffe. Ich vernachlässige schon meine Freunde, die ich seit 10 Jahren habe, für Stream. Und wenn ich die Zeit habe, dann, ne, sage ich immer, nehmt es mir nicht übel, aber sehe ich lieber die als euch. Und so ist das halt. Deswegen, im Stream kann man sich immer mit mir unterhalten. Das reicht auch. Also ich bin da echt ganz offen. Also ich habe von ganz vielen Leuten eine PM gekriegt, die waren bei der Dreamhack und sind an mir vorbeigegangen. Also ich meine, Basti, wir haben uns ja nur schon real gesehen. Mache ich so den Pitbull-Eindruck? Ich glaube nicht, oder? Aber sowas von... Wow, okay, furchtbar. Nein. Dann ist doof. Dies ist so der Knüppel, also ich hätte auch Angst. Dizzy kam so angewackelt, Dizzy ist so der Knuddelbär. So. Es ist so crazy, so. Da sind bestimmt 3, 4, 5 Leute gewesen, die nicht vorbeigekommen sind. Und ich bin, glaube ich, der Allerletzte. Ich habe mit, Nuki, sie ist sogar gerade hier, ich habe mit Nuki sogar Counter-Strike zusammengeguckt. Sie hat sich bei mir hingesetzt, da habe ich mit ihr gequatscht die ganze Zeit, aber Counter-Strike geguckt. Ich habe Thornet gesehen, gleich in der Arme genommen. Basti habe ich unter meinem Fleischberg begraben. Dann hat Stay mich begraben unter seinem Fleischberg. Und dann durfte ich Lilly wieder begraben. Also ich find sowas eigentlich immer ziemlich cool. Wenn's Habt so ihr an... Twister gespielt? Oder wann? Nee, aber so ähnlich. Ich finde das in der Eingangshalle. Wollte ich gerade sagen. Also pünktlich, als ich reingekommen bin, waren sie da. Mhm. Wer weiß, was da geplant war. Zu dieser Groupie-Geschichte. Also ich bin ja immer eiskalt. Ich sag den Leuten, so wie ich jetzt Malonium sage, wir wissen ganz genau, was du mit der Frage sagen willst. Ich zumindest mach da nicht so ein Hackmack draus. Just saying. Und so sage ich den Leuten halt, pass auf, das geht mir tierisch auf den Sack. Dreh nicht so auf. Dann gebe ich einmal eine ganz klare Antwort und dann sage ich so, wenn dir das jetzt nicht reicht, dann hast du halt Pech gehabt. So Groupie-Dinge, das sind halt, man muss immer die Privatsphäre vom Streamer halt respektieren. Und wir sind da, um euch zu bespaßen, aber man muss halt auch immer sein Limit kennen, ja? Und das Limit legt halt die Person fest. Und wenn du mal einen schlechten Tag erwischst, dann gibt es halt kein Bussi-Bussi und Umarmen oder... Also eine Unterschrift von mir gibt sowieso auf gar nichts. Also ich werde niemals irgendwas unterschreiben, weil ich A, kein... Okay, Slabby, das würde ich unterschreiben. Ja, auch das, Basti. Garak will nicht... Nee, aber Spaß beiseite. Ohne Schreiben oder so würde ich auch nie irgendwas. Und man muss halt das respektieren, was der Streamer einem gerade gibt an Privatsphäre. Und das überschreiten manche Leute, aber das habe ich noch nie wirklich kennengelernt, dieses Limit, dass jemand zu viel wollte. Doch, ein, zwei Mal. Aber
Und das habe ich auch schon gehabt. Ich meine, das ist dann so, wo hat er unsere Adresse her? Keine Ahnung, wo er die her hat. Okay, cool. Ja. Und dann bei Leuten, wo du dir halt denkst, so, ja, das ist jetzt nicht so geil, dass er meine Adresse hat. Und das passiert halt auch. Das ist was, was ich aber auch nicht verstehe. Nee, ich verstehe die Leute auch nicht, also warum das unbedingt sein muss. Weil, ich meine, wir sind keine Heiligen, also oder VIPs oder sonst irgendwelche Leute. Ich meine, bei einigen, da wird der Schlimmer richtig feucht, ja. Und dann dampft schon aus dem Schlüpfer raus, richtig heiß und jetzt geht's los und er schreibt hier da oben. Garak, okay. Aber also das darf man aber nicht vergessen, dass wir sind keine Heiligen. Absolut nicht. Ganz normale, popelige Menschen wie andere auch, die Computer spielen, nebenbei ein bisschen was erzählen oder im Priesterfall auch nicht. Verstehe ich. Priester kann, aber das ist das, was ich immer sage. Aber das ist das, was ich immer sage, wenn jemand auf meinen Stream kommt und so. Ich bin halt echt auch einfach nur ein Zocker. Wie jeder andere auch. Nur, dass ich halt mein hässliches Gesicht noch in der Kamera halte dabei. Aber das war's dann auch schon. So, ich bin echt niemand, der da. Keine Ahnung, also ich will da keine Sonderbehandlung und gar nichts. Ich bin irgendein Typ aus irgendeiner Stadt, der im Internet sitzt und zockt. Fertig. Das war ich und das werde ich auch immer sein, egal wie viele Viewer oder wie viele Follower und keine Ahnung. Ich habe diesen Hype um Personen nie verstanden. Keine Ahnung. Ja, okay. Wollen wir eigentlich mal eine nächste? Es gibt super viele Fragen, Leute, und die sind auch ziemlich gut. Wir haben hier gerade noch von Vadex. Mich würde interessieren, was ihr Streamer in einzelnen Viewern so an Vorstellungen reinproduziert. Projiziert. Projiziert, ja, habe ich doch gesagt, oder? Also, reinprojiziert. Produziert, verstehe. Ja, wir produzieren. Ich verstehe die Frage nicht. Willst du mich produzieren? Na, was, wenn du jemanden kennenlernst zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ich dich kennengelernt habe, ja, du hast ja bei mir geschrieben, etc. pp., wie ich dich sehe aus dem, was du schreibst quasi. Also stellst du dir irgendwas vor zu der Person? Oder weißt du, wie ich meine? Also hast du so ein Sinnbild von einigen? Ja, verstehe ich. Nee. ich weiß nicht. Das hat wohl jeder irgendwo, ne? Wenn du mit jemandem, also mit Schreiben, nein. Also wenn jemand in Twitch schreibt oder in Facebook, nö, eigentlich nicht. Außer das ist eine Geschichte, die länger geht. Also, ne? Dann irgendwann bildet sich sowas, aber nicht bei einmal Schreiben oder so, mach ich keinen Kopf. Dafür schreiben mir viel zu viele Leute. Aber im Teamspeak, wir haben ja Teamspeak und wenn ich streame, sind da viele Leute, also sie sind auch, wenn ich nicht streame, da, aber wenn ich streame, sind auch viele Leute da. Wir helfen dann online und wenn es um das Thema geht und da schon, aber da hast du auch die Stimme, das ist jetzt nicht nur Schreiben, ne? Da hast du noch die Stimme dazu und auf Teamspeak schnackt man da noch eine Runde und da geht es dann auch ein bisschen persönlicher und da machst du dir schon ein Bild. Und wie im richtigen Leben auch, ja. Also nur, dass du das Video dazu nicht hast und die von einem das Video ja haben, ne? Das ist ja die Situation, die ein Streamer hat, dass alle wissen, wer du bist quasi, aber du weißt nicht, wer die sind, die in Anführungsstrichen, also die Zuschauer. Und das ist manchmal ganz ulkig, wenn man die dann in Wirklichkeit trifft, hat man eben in der Regel immer völlig falsche Vorstellungen. Also von dem, wie der aussieht oder wie der sich gibt oder so. Also das hat bei mir noch nie hingehauen, das habe ich noch nie hinbekommen. Deswegen funktionieren ja auch diese Sex-Hotlines so gut. Ne? Da sitzen 68-jährige Omas rum, die ins Telefon stöhnen und funktioniert. Also wie gesagt, das ist halt... Woher weißt du das? Habe ich dir jetzt die Illusion genommen? Ja. weil ich in so einem Ding mal fotografiert habe. Oh. Naja, jedenfalls ist das schon... nee, also da habe ich irgendwie keine so... Nur vom Schreiben, nee. Clary? Wenn jemand häufiger reinkommt, dann habe ich, glaube ich, schon ein relativ gutes Bild von ihm. Habe ich zumindest die Illusion oder so. Aber ich lerne die Leute auch kennen, irgendwie auf der Gamescom oder sonst wo. Und dann hat sich das eigentlich auch immer bestätigt. Von daher glaube ich, natürlich projiziere ich Bilder in die Leute, die ich lese im Chat. Vor allem, wenn sie häufiger reinkommen. Meistens sind das nette Leute, vor allem wenn sie häufig da sind. Und ich versuche natürlich, es immer so neutral wie möglich zu halten. Aber ab und zu sind halt auch Nervensägen da. Und ja, gut, ist halt so. Vielleicht tue ich denen auch Unrecht, aber dann werde jetzt nicht irgendwie nachts nach dem Stream im Bett liegen und über jeden Einzelnen nachdenken, ob ich ihn jetzt falsch behandelt hätte oder so. Das geht auch gar nicht.
Von daher, um mal das Beziehungsding wieder einfließen zu lassen, wisst ihr, was wir ganz oft machen, also Lilly und ich, wenn wir Leute haben, die zum Beispiel in beiden Chats ab und zu mal sind, was bei uns halt wirklich schon relativ oft vorkommt, dadurch, dass man halt irgendwie, ja, wer ist dein Freund, wer ist deine Freundin, ja, hier, Link, bla bla bla. Was ich und Lilly ab und zu machen, oder Lilly und ich ab und zu machen, was ganz witzig ist, ist, wir stalken manche Viewer, gerade Leute, die echt nerven oder so, oder die echt im Chat dann, bei Lilly kommt es halt nun mal öfters vor, weil sie halt eine Frau ist, da dann stalken und einfach mal gucken, wie die Leute auf Facebook oder so aussehen. Das ist echt witzig, was da teilweise bei rumkommt. Also das machen wir, das ist so eine kleine Bespaßung, die wir uns ab und zu gönnen, dass sie sagen, jetzt gucken wir mal, wie der aussieht. Mal gucken, ob das, was der schreibt im Chat, zu dem passt, wie er aussieht. Das sind solche Sachen, die man halt machen kann, wenn man dann zum Beispiel eine Freundin hat, die sowas auch macht. Das ist echt witzig teilweise. Und da kamen dann auch schon solche Sachen raus wie, hey, der sieht aber echt gut aus. Ja, für einen Viewer sieht der echt gut aus. Okay, sehr geil. Also das ist schon manchmal ganz witzig, ja. Aber ansonsten, klar, also ich meine, wie oft ist mir das jetzt an den letzten drei Conventions passiert, dass ich Leute getroffen habe, die fast täglich da sind und man sieht die dann mal an der Convention und denkt sich, oh, so siehst du also aus. Ja, krass, ich habe dich irgendwie ganz anders eingeschätzt oder du siehst echt komplett anders aus, als ich dich mir vorgestellt habe. Also schon, teilweise ist man echt überrascht. Auf der anderen Seite, manchmal denkt man sich, ja, genau so siehst du aus, das habe ich mir genau gedacht. Und oftmals ist es halt auch so, dass die Leute dann ganz, ganz anders sind, wenn man die mal sieht. Also es gibt halt, ich habe auch bei Lilly im Chat zum Beispiel, gibt es ganz viele Leute, die sehr, sehr vorlaut sind, auch manchmal. Und wenn man die dann auf der Convention trifft, sind die meistens so klein mit Hut und dann so, ah, kann ich ein Foto haben und ganz nett und so. Und im Internet können sie manchmal schon echt nervtötend sein. Naja, Fallout ist immer noch besser als Fallout 4, ne? Ja, auf alle Fälle. Wow, ja, also bei mir ist das so, ich stricke mir gerne Geschichten zu den Viewern dazu. Ich meine, einige kenne ich schon, weil ich sie gesehen habe über Twitter etc. pp. Aber ich habe halt bei manchen, ich schaffe gerne Legenden aus Persona. Bei mir ist es halt so, ich würde auch super gerne immer mal die Viewer nachäffen, was ich nicht tue, weil sie das manchmal falsch verstehen. Aber ich habe immer ganz genaue Vorstellungen, wie sie schreiben und wie sie sich geben, wie sie dann sind halt. Aber man stellt sich schon ein bisschen was vor. Das Problem ist nur, irgendwann ist das Gehirn einfach rammelvoll, da geht nichts mehr rein. Also manche Sachen vergisst man wieder, ganze Saga, die dann erschaffen wurden. Ich meine, das beste Beispiel ist wirklich Tanzende Bockwurst, der ist mittlerweile seit anderthalb Jahren da und er ist einfach eine Legende geworden, ja. Also er erfüllt mittlerweile seine Rolle, die mit ihm und mir zusammen in einem gemeinsamen Spiel erschaffen wurden. Und er sieht halt im realen Leben wirklich aus wie eine Bockwurst. Also das passt halt wunderbar. Ja? Er ist halt nur ein bisschen behaarter als eine Wurst. Also ich stelle mir mal schon ein bisschen was davor. Ja? Wenn ich natürlich dann Bilder dazu sehe, ist das dann noch besser. Da macht's dann. Ich hatte das zum Beispiel bei einem Zuschauer, der heißt Dazimi. Und ich sage immer Dazimi, obwohl er eigentlich Dö oder Da Zimi heißt. Und das habe ich auch erst über Facebook rausgefunden, als er mir dann geschrieben hat und so. Und da hatte ich dann auch wieder eine Vorstellung. Also es prägt sich schon ein bisschen was ein, ja, dass man eine Vorstellung von gewissen Personen hat. Und gerade auch die nervtötenden Menschen, da hat man sowieso immer gleich eine Vorstellung. Der ist, entweder ist er dick, hat nichts zu tun den ganzen Tag, oder er ist dünn und hat nichts zu tun den ganzen Tag und muss den ganzen Tag nach Aufmerksamkeit. Und das ist sowieso. Also ich kenne keinen Menschen, der diese Kriterien nicht erfüllt, der genau das tut. Also man hat schon so ein bisschen seine Pappnasen dabei. Und ich sag mal, die Leute versuchen ja auch immer irgendwie so ein bisschen auszutricksen, sag ich mal. Und hintenrum dir einen reinzuwürgen oder so. Und du sitzt halt, man ist halt irgendwann abgebrüht, ja. Also man kennt halt schon so viel, dass man dann, man hat halt eine Vorstellung. Man weiß, was passiert oder was passieren wird. Das ist genauso wie mit dem Rumtrollen und so. Also, ja, also ich habe eine Vorstellung. Wollt ihr noch was dazuhauen oder wollen wir die Frage noch, die Fragen weitermachen? Weil hier sind echt wirklich einige noch, die so halbwegs dazu passen. Ich würd gern die Frage noch reinschmeißen. Das sind zwei Stück, die auch einigermaßen dazu passen. Und zwar wäre das, wie lange habt ihr vor zu streamen?
Und wie lange seid ihr auf Twitch? Und wie seid ihr auf Twitch gekommen? Also die Frage würde ich zuerst machen, wenn es geht, einigermaßen zügig, und dann kommt die nächste, nämlich die da dran anknüpfen würde. Basti, fang doch mal an. Ich bin auf Twitch gekommen, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich echt keine Ahnung. Wahrscheinlich über irgendjemanden von meinen Freunden damals, also von meinen besten Freunden, die waren auch alle am Zocken, und irgendjemand hat mir bestimmt mal irgendwo irgendwas gezeigt oder über ein YouTube-Video oder so, ich weiß es gar nicht mehr, es ist echt zu lange her. Und wie lange würde ich es machen? So lange, wie ich Bock drauf habe. Also ich mache das einfach, ich habe damit angefangen, weil ich Bock drauf hatte und weil es mir Spaß macht, und ich werde es so lange tun, wie es mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich damit auf. Ganz einfach. Und wenn ich mit 50 noch hier sitze, dann sitze ich mit 50 noch hier und mache das. Das kann übrigens funktionieren. ich habe mit Justin TV, da habe ich das Stream quasi entdeckt, aber noch nicht gestreamt, sondern einfach nur zugeguckt. Und irgendwann dachte ich mir, naja, eigentlich probierst du das mal aus. Ich bin ja immer so ein bisschen, probiere so Sachen gerne aus. Habe früher auch Podcasts gemacht und hatte sowieso ein bisschen Equipment hier rumliegen dafür und dachte mir, oh ja gut, mit einer kleinen Webcam, das geht schon. Aber probieren wir mal aus. Mein erster Stream, den habe ich noch auf Band, wollte ich schon sagen. Früher hatte man Band dafür. Den habe ich noch irgendwo digital hier rumliegen und der war grandios. Grausam. Aber egal, jedenfalls... ich würde es genauso machen. Ich mache es so lange, wie ich Spaß dran habe. Und dann ist Ende irgendwann. Also, das wird dann irgendwann passieren. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann wird es wohl passieren. Da bin ich ziemlich sicher. Und dann ist dann von heute auf morgen zu Ende. Ja. Wenn die Lust vorbei ist. Slabby? Ja, du, man hört dich nicht, Slabby. Ach so, sorry. Du musst schon drauf treten. Ja, ja. Wir hatten das Thema ja schon häufiger, deswegen nur ganz kurz. Ich bin damals auf Twitch gekommen als Zuschauer, weil ich irgendwie Starbound gespielt habe und jemandem dabei zugucken wollte. Und dann bin ich quasi aus der Wohnung von mir und meiner Ex-Freundin gezogen, habe einen Monat lang mich eingebuddelt und habe GTA 5 gezockt. Und irgendwie hat mich dieses Spiel so motiviert gemacht, irgendwas aus meinem Hobby zu machen. Dann habe ich angefangen, Minecraft zu spielen, und ein paar Monate später habe ich angefangen, Minecraft zu streamen, und so bin ich quasi zu Twitch gekommen. Ich bin damals durch Owned hierher gekommen, weil League of Legends Streamer und StarCraft Streamer hier waren. Das war 2012, glaube ich, noch. Und ich werde so lange streamen, wie ich kann. Und ich Lust habe. Jetzt ist die Frage, die ich dann noch anbringen möchte, hinten dran. Denkt ihr, Vollzeitstreamer haben nach dem Streamen noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Das kann ich sehr gut beantworten. Ja, dann los, Slabby. Naja, ich würde nicht so viel streamen und so viel Zeit hier reinbringen, wenn ich überhaupt noch auf den Arbeitsmarkt wollen würde, ehrlich gesagt. Ich habe viele Chefs gehabt, ich bin mit allen ganz gut klargekommen, aber irgendwann war es doch für mich so, dass ich gemerkt habe, ich muss mein eigener Chef sein. Komme einfach nicht damit klar, dass mir jemand anderes sagt, was ich zu tun habe. Und deswegen die Frage, das höre ich ständig auch von Family, die mir immer wieder versucht einzureden, warum das Stream natürlich nicht so cool ist und warum ich vielleicht was Vernünftiges lernen sollte, Junge. Dann sage ich immer, Freunde, ihr versteht das nicht. Ich will nicht in ein Vorstellungsgespräch gehen, weil ich eben nicht mich vorstellen möchte für eine Arbeitsstelle. Und von daher kommt bei mir dieser Gedanke gar nicht erst auf. Ich will einfach nicht mehr auf den Arbeitsmarkt. Ich möchte kein angestellter Arbeiter sein. Definiere Arbeitsmarkt. Also ich meine, es gibt ja auch den Arbeitsmarkt, den man im Medienbereich, also... Und was, wenn es darum geht, kann man doch sagen, dass Streamer auf alle Fälle nach dem Stream noch im Arbeitsmarkt was machen können, oder nicht? Also ich meine, ich kenn genug Leute, die mit ihrem Namen da irgendwie... Selbstständigkeit vorweisen ist auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so verkehrt auf dem Arbeitsmarkt. Und ich gehe mal davon aus, dass Garak mit seiner Lebenserfahrung, da er ja viel mehr hat als wir als Selbstständiger, schon sagen kann, wenn du gewisse Sachen vorzuweisen hast, dass du dich so und so lange durchs Leben gebracht hast und nicht, sag ich mal, unerfolgreich,
dann hast du definitiv was vorzuweisen. Und ich sehe das immer positiv. Also ich meine, ich kann es selber, ich würde mittlerweile, muss ich sagen, ich bin ziemlich glücklich damit. Ich muss nicht unbedingt in meinen Diplomjob zurückgehen, wo ich, also das, was ich mal gelernt habe, weil ich habe halt für mich was gefunden, was ich liebe. Und ich würde mein rechtes Bein dafür geben, nein, Spaß, aber ich würde echt viel geben, dass ich in der Gaming-Industrie bleiben darf. Und ich sag mal, durch das Stream öffnen sich so viele Tore, man muss sie halt nur nutzen. Und da sind wir zum Beispiel bei einer Sache, die ich persönlich nachher vielleicht nochmal ansprechen wollen würde, wenn ich das nicht vergesse, auch als nächstes als Frage. Aber ich denke schon, dass man definitiv, wenn man Vollzeit-Streamer ist, Vollzeit, also wenn man rumkommt, sage ich mal, und viel tut, stehen dann sehr viele Türen offen, wo man rein kann und auch davon leben kann. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute, was man da alles machen mächtig kann. Mächtig. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Alex angucke, Lilly ist ja bei Team Acer und Alex ist zum Beispiel jemand, der nichts anderes tut, als nach guten Streamern zu suchen, die in dieses Team passen, sich Streams anzugucken den ganzen Tag, Sachen zu organisieren bei Acer oder anderen Sponsoren, die als Giveaways fungieren, also Hardware etc. Das ist sein Job. So, der betreut Pro-Gamer, die irgendwie Flüge buchen müssen, die Hotels buchen müssen, das macht er alles so. Und das sind, glaube ich, Jobs, wenn du als Streamer, gerade als Vollzeit-Streamer gestreamt hast, eine längere Zeit, und du diese Connections geknüpft hast im Medienbereich, hast du einfach Vorteile später, was sowas angeht. Du kennst denjenigen von der Firma, du kennst denjenigen von der Firma, den du als Sponsor eventuell ranholen kannst. Du hast einfach dieses Vitamin B, was du kriegst als Streamer. Und irgendwie, wenn du das gut vermarktest, steht der Name, glaube ich, später auch für irgendwas. Und dann hast du auch nicht so das Problem, irgendwie vielleicht auch mal hier, geh das für uns vermarkten oder dein Name ist in der Szene bekannt, tu das für uns oder so. Also ich glaube, da gibt es nach dem Stream sehr, sehr viel, was man machen kann in dem Bereich. Wenn Stream überhaupt vorbeigeht, also ganz ehrlich. Wenn überhaupt. Wenn du Natura Person, wenn die Leute dich mögen, wird das, ist das eine never-ending Story. Weil wenn du immer du selber bist, ich glaube, viele verwechseln das halt zum Beispiel mit wenn jemand eine Rolle spielt oder so, wenn jemand was spielt. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich meine, wir können so viele große Namen in den Raum reinballern, die schon seit 2 Jahren, 3 Jahren jeden Tag streamen. Und das machen die nicht für die Kohle, natürlich jetzt für die Kohlen, aber sie sind einfach sie selbst. Sie können das Ding anmachen und dann läuft das. Also ich glaube, viele denken dann immer, okay, jetzt kommt irgendwann die Flaute und die Leute gucken dich nicht mehr, weil keine Spiele oder sonst irgendwas kommen. Das ist die Persona, genauso wie alle anderen, die hier gerade sitzen. Und das ist das Wichtige. Und es ist immer Vermarktung, wie du dich selber halt verkaufst. Der eine zieht die Hose weiter runter, der andere zieht sie komplett aus. Andere haben sie noch an. Was sagst du, Garak? Du hast am meisten Erfahrung, komm. Danke, dass ich was dazu sagen darf. Sehr gerne, bitte. Also, die Frage an sich ist falsch gestellt. Da fängt er schon mal an. Oder sagen wir mal so, die Frage ist vielleicht okay, aber die Frage hat einen negativen Unterton. Sie suggeriert, dass ein Streamer nichts wert ist, nichts macht. Also, die Frage suggeriert ja, ihr armen Wichte, was macht ihr eigentlich, wenn ihr ins richtige Leben zurückkommt? Dann seid ihr doch irgendwie Penner. Und mal überspitzt gesagt, das ist ja der Ursprung dieser Frage. Und weil sonst würde die Frage so nicht kommen. Und das ist halt grundsätzlich falsch. Ich bin seit 1989 selbstständig und nicht ganz unerfolgreich. Also ich kann davon leben. Ich lebe nicht vom Stream, wohlgemerkt. Das könnte ich nicht. Will ich auch gar nicht, weil Stream ist für mich Hobby. Ich bin ja kein Vollzeit-Streamer. Aber diejenigen, die das als Vollzeit machen, die sind in der Regel, nicht alle, da gibt es vielleicht auch Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass das ganz normale Medienschaffende sind. Wo ist der Unterschied? Würdet ihr diese Frage zum Beispiel einen von den Key Peoples von den Bohnen stellen? Ja, guckt euch die Rocket Bones an, oder Beans an. Ja, diese Bohnen, das sind alles Leute, die jahrelang, die waren bei Giga, ich habe die da schon geschätzt, also gerade Etienne und Nils, würdet ihr Nils oder Etienne die Frage stellen, was macht ihr eigentlich, wenn ihr durch seid mit eurem Bohnen?
Ja, nein, die sind erfolgreich mit ihren Bohnen, ja, und die machen genau das, sie machen was mit Medien, ne? Sagt man ja mal so schön, ich mache was mit Medien. Und genau das ist es doch. Vollzeit-Streamer sind ganz normale Medienschaffende, wie ein Moderator im Fernsehen, wie ein Schauspieler, obwohl sie nicht Schauspielern, wobei viele Streamer sogar noch Schauspielern, ich meine, es gibt ja die beiden Varianten, und so wie Gronkh zum Beispiel, ich glaube, Gronkh ist eher ein Schauspieler oder ein guter Darsteller, ist sehr erfolgreich. Also die würde ihr auch nicht fragen. Also die Frage ist an sich, finde ich, eine Unterstellung oder beziehungsweise sie impliziert doch ein bisschen negative Grundeinstellung gegenüber den Streamern. Als ob diese Arbeit nichts wert ist. Und sie ist was wert. Ganz normaler Medienschaffender. Es gab noch so eine Unterfrage, die ich gerade mal mit anreiße, weil sie genau da reinpasst. Was macht ihr eigentlich für die Rente? Ja, das passt genau jetzt in diese Frage mit rein. Ich denke mal, ich bin kein Vollzeitstreamer, aber ich wüsste, was ich tun würde. Nils kann das vielleicht besser beantworten, weil er Vollzeitstreamer ist. Aber wie jeder Selbstständige wird man sich für die Rente irgendein Modell suchen, um vorzusorgen. Entweder hat man irgendein Riester-Gedöns oder man hat, weiß ich nicht, man spart irgendwo drauf oder man holt sich mal eine Eigentumswohnung, ja, oder sowas. Ja. Ganz normales Bilden von Renten, so wie man das heutzutage macht. Was im Übrigen in meinen Augen eine Armseligkeit des Staates ist, dass der das nicht mehr schafft, uns genügend in die Rente zu geben. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich ist also jeder Streamer, der Vollzeitstreamer ist, natürlich damit konfrontiert. Er ist ein ganz normaler Selbstständiger, er hat einen Gewerbeschein, er macht seine Einkommensteuererklärung und nicht diesen Lohnsteuerfirlefanz, sondern richtig Einkommensteuer. Gegebenenfalls sogar noch mehr, falls er gutes Geld verdient, also so ein Gronkh zum Beispiel, der seine GmbH hat und wirklich, es gibt einschlägige Webseiten, wo ihr nachgucken könnt, was die Burschen verdienen, ja, das ist ja öffentlich. Ja, Hut ab, ne? Der hat keine Sorgen mit der Rente. Ich find sowieso, dass selbst auf Twitch dieses ganze Geldgeblödel, das geht mir so auf die Eier, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Also es gibt sehr viele, wie zum Beispiel Louis gerade im Chat, der sich da echauffiert und aufplüstert und unbedingt seine beschissene Frage beantwortet haben will, weil er das jetzt wissen will, wie andere Leute davon leben können. Ganz ehrlich, was interessiert euch das? Was geht euch das an, wenn jemand das machen kann, kann er das machen? Wie er das im Endeffekt macht, kann euch doch völlig Wumpe sein. Im Endeffekt läuft sowieso, und das ist wirklich, was schade ist, läuft es darauf hinaus, dass du immer als Hartz-IV-Empfänger abgestempelt wirst. Es gibt so viele Sachen heutzutage, die Menschen auf ihrem tiefen Teller voller Suppe nicht sehen können, weil der Teller nicht voll ist und nicht über den Rand gucken können. Und das ist super traurig. Und ich antworte gerade sehr neutral immer darauf, weil sonst nämlich genau das passiert, was ich jetzt gerade sage, dass verletzend sein könnte und viele das eventuell nicht verstehen. Und das ist, eventuell sollten einige, die das kritisieren oder sich das nicht vorstellen können, einfach mal den Kopf anstrengen und eventuell mal im Freundeskreis rumfragen, wie es ist, selbstständig zu sein. Es gibt so viel Mist, mit dem Leute selbstständig sind. Da fasst ihr euch an den Kopf, davon habt ihr noch nie was gehört. Aber hey, ist doch, wen interessiert das denn? Niemand. Es ist auch die, da hat er geschrieben, das könnten aber Firmen denken, ja. Es ist Bullshit. Leute, ihr seid in einer falschen Position, ihr könnt sowas gar nicht beurteilen. Ich habe in meinem Leben viele, viele Menschen eingestellt. Und wenn da stand, der hat Abitur gemacht und danach irgendwie sonst irgendwas Tolles, ja, habe ich die Leute in der Regel nicht eingestellt. Kein Stück. Weil solche Blafasel-Biografien will keine Sau, ja. Biografien sehen anders aus. Und wenn jemand sagen kann, er war jahrelang in der Medienindustrie selbstständig, hat dort sein Geld verdient, dann ist er für mich, also jetzt persönlich, meinetwegen nicht als Kfz-Mechaniker vielleicht, aber in vielen Berufen ist genau der Mensch genau der Richtige, den ich einstellen würde, der nämlich eigenverantwortlich arbeiten kann. Was Besseres passiert mir ja gar nicht, kann mir ja gar nicht passieren. In der Regel kriegt man nämlich diese Leute gar nicht, weil die ja selbstständig bleiben. Und wenn ich mal Glück habe, dass ich einen Ex-Selbstständigen, aus welchen Gründen auch immer. Also ich würde mir eher Gedanken machen, warum er nicht mehr selbstständig ist. Und wenn die Geschichte okay ist, dann stelle ich ihn ein. Was Besseres kann ich gar nicht finden. Aber diese Aussagen, die lese ich auch öfters mal. Ihr versaut euch euer Leben. Völliger Bullshit. Ihr seid so realitätsfremd. Also ihr in Anführungsstrichen.
das ist nicht so. Ja? Firmen, die darauf irgendwas geben, da willst du nicht arbeiten. Und das tut man dann auch nicht. Ich denke sowieso, dass dieses, dass das deutsche eingeschränkte Denken halt ist, so Schule machen, Ausbildung, arbeiten gehen, Kind machen, sterben gehen. Aber ja, ja. Die Deutschen sind da auch sehr eingeschränkt, was das angeht. Ne? Also, ich finde es sehr schade, vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist viel schlimmer, als es früher war. Ja. Als ich fertig war mit der Schule, da ist man erstmal ein, zwei Jahre lang und hat sich erstmal in die Sonne gelegt. Ja? Und hat und nicht diesen Krampf, dass man mit 15 schon von den Eltern gescheucht wird heutzutage. Und das ist typisch. Ja, was willst du denn studieren? Das müssen wir jetzt mal festlegen. Ja? Und da festigst du dich am Kopf. Und was kommt dabei raus? Automaten. Ja. Guck dir auf dem Arbeitsmarkt um. Wenn wir jemanden suchen, den wir einstellen wollen, vergiss es, du findest doch überhaupt nichts mehr, was brauchbar ist. Ja? Kein Mensch mit die denken können. Ja? Die haben ein tolles Abi. Ja? Und dann fragst du ihn, beste Beispiel war im Einstellungstest, Bundespräsidenten aufschreiben und da stand dann Karl Marx. Ja? Super. Und der hat das wirklich ernst gemeint. Also, weil so blöd kann man ja nicht sein. Da geht man ja nicht zur Bewerbung. Ja? Also, naja, nee, also ich glaube, also wie gesagt, ich muss da auch aufpassen, ich kann mich da gut in Rage reden, weil ich immer nicht verstehen kann, wie beschränkt man denken kann, weil solche Fragen, und das sind ja keine Einzelfragen, und ich meine jetzt auch nicht persönlich dich, der die Frage gestellt hat, ja, sondern einfach so generell, fragt euch einfach mal, was habt ihr denn in eurem Leben gemacht? Seid ihr glücklich damit? Wichtig ist doch, ihr müsst glücklich sein mit dem, was ihr macht. Es ist scheißegal, was ihr macht. Aber wie viel Prozent von euch dort im Chat, ja, die ihr alle super nett seid, weil ihr seid ja unsere Community. Aber wie viele von euch sind wirklich glücklich mit dem, was sie tun? Wir sind. Ja, und das ist der Unterschied. Und wir leben davon. Also zumindest ich. Du zumindest. Ja. Ich möchte davon nicht leben. Ich meine, ich kann ganz ehrlich sagen, ich schrubbe 80 Stunden die Woche runter. On-Stream. Plus Off-Stream, das ganze Geblödel, was noch dazukommt. Rechnet mal aus, wie viel ihr arbeiten geht. Und dann sag mal, dass Zocken ein Hobby ist. Also so wie Garak schon gesagt hat, setzt euch mal hin und seid nicht die Schäfchen, die irgendwem hinterherlaufen, die euch irgendwas erzählen, sondern denkt mal einfach drüber nach. Und seid vielleicht mal weltoffen und akzeptiert, dass das ein Job ist. Und dann, wenn ihr die Geldrecherche haben wollt, dann geht ihr bei nehmt Summit oder Lyrics oder Poppin, Kokanic, nimmt sie euch alle raus, so im Bereich von 1.000 Viewern bis 10.000, 12.000, 20.000 und dann seht ihr, was da an Geld reinkommt und dann wisst ihr, was das bringt. Und dann könnt ihr ausrechnen ungefähr, was die verdienen, dann könnt ihr das Pi mal Daumen runterrechnen und dann habt ihr so den deutschen Bereich und dann wisst ihr, wie viel Geld die verdienen und dann werden wahrscheinlich, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber dann werden wahrscheinlich über 90% der Leute, die im Chat sind, feststellen, dass sie viel weniger verdienen und wahrscheinlich Diplom-Ingenieure oder wer auch immer seid. Ist so. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Ich meine, ich kenne viele Leute, die Hauptschule haben, keine Ausbildung gemacht haben und die verdienen einen Haufen Kohle. Einfach, weil die Bock da drauf haben und was machen. Und das ist das Wichtigste. Ganz einfach. Und ganz ehrlich, ich finde es super schade, dass Menschen darauf reduziert werden, weil mir ist das total Wumpe, wer was macht. Und wenn Basti, weiß ich, auf der Straße leben würde und jetzt gerade nur bei irgendjemandem zu Gast ist, wäre mir das auch Ritze, weil ich mag doch den Menschen dahinter. Ist auch schon passiert. Ja, aber das meine ich halt. Also das, ja. Ich finde halt das ist wie bei einer Ehe, jetzt mal im übertriebenen Hollywood-Ehe. So, jetzt machen wir erstmal hier, wie heißt das, Ehevertrag? Wir machen erstmal einen Ehevertrag, ich will das wissen, was du hast und das und das und das. Und im Endeffekt, wen interessiert das? Es ist doch völlig Wumpe, banal. Und selbst wenn jemand Hartz IV kriegt, weil darauf läuft es nämlich sowieso immer hinaus, ist es doch auch scheißegal. Würde ich Hartz IV bekommen, würde ich nur sitzen und zocken und nicht streamen. Gronkh ist dadurch einer der meistverdienenden geworden in dem Geschäft, wenn nicht sogar der meistverdienende. Also, und ich denke mal, er hat jetzt durch die Steuern, die er gezahlt hat, das schon dreimal abbezahlt, was er bekommen Locker. Hat in der Zeit. Also, Locker. Was geht? Ich bin mal kurz übrigens, ne? Ja, bitte. Ja. Aber wie gesagt, es sind ja auch viele, die werden wirklich gedrängt. Im Chat sieht man das ja auch. Also die werden wirklich von den Eltern gedrängt. Nun, lass dir mal was einfallen, dass du mal was Anständiges wirst und so. Wie gesagt, das Problem ist, solange man die Füße noch unterm Tisch der Eltern hat,
ist es halt problematisch. Ich glaube, Sebastian hat das ja ganz gut gemacht. Er ist recht früh. Du bist ja schon sehr früh alleine, also unterwegs, und hast deine eigene Wohnung gehabt und so. Und aber es ist ja immer ein Problem, wenn man so ja, alleine ist. Ich habe das damals genau das gleiche Problem, als ich in diesem fraglichen Alter war, bin ich halt zur Bundeswehr gegangen und habe dort halt meine Bude gehabt. Ja. Ich habe also tatsächlich, weil ich einfach nicht zu Hause wohnen wollte, gesagt, okay, ich gehe einfach zur Bundeswehr und penne da. Und das hat auch ganz gut funktioniert für 6 Monate und habe mir dann eben meine Wohnung gesucht. Und also das hat ganz gut, man muss das halt nur machen. Schon aber auf die Idee zu kommen, ist so gut, ja. Ich weiß nicht, wo ich penne soll, ich gehe 6 Monate zur Bundeswehr, ja, hey! Ja, sogar noch zu essen da, dabei, richtig der, gut. Ja, aber wenn du vor der Frage stellst, was willst du machen? Nervige Eltern zu Hause, weil du nicht weißt, was du machen willst. Und was willst du denn tun? Dann machst du im Grunde, also entweder bist du reif genug und sagst, okay, ich mache mein eigenes Ding. Und dann musst du dein eigenes Ding auch durchziehen. Das habe ich immer gemacht. Und deswegen bin ich auch selbstständig, weil ich hätte genauso wenig Bock, ich könnte eigentlich nirgendwo arbeiten. Das geht gar nicht. Also ich muss das für mich selbst steuern können. So. Und ich meine, ich streame heute und habe 2 Diplome, ja, und? Scheiß drauf, Diplome hat doch jeder. Ich meine, Nils hat auch eins, ja. Was soll das also, denn heißen? Charakter, du bist so ein Sack, hey. Ja, ich meine, er hat auch eins. Ja, also es wird zu viel vorausgesetzt und das ist das, dieses engständige Denken, dieses, das Schlimme ist aber, dass die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, sage ich mal, sich selber da nicht rauswinden, ja, und sagen, ja, aber es wird ja so viel vorausgesetzt und so, ein Shit wird. Entscheidend ist Personality. Unternehmen gucken, und das ist eben der Trugschluss, die gucken nicht nur auf dein Diplom oder dein Abi oder was auch immer. Unternehmen wollen, also wenn das vernünftige Unternehmen sind, natürlich gibt es Schrottunternehmen, aber da müsst ihr ja auch nicht arbeiten gehen, sondern Unternehmen suchen Leute, die mit Herz und Herzliebe dabei sind, ihren Job zu tun, die einen klaren Kopf haben, und da ist es scheißegal, ob sie ein Abitur haben oder nicht, es ist nicht schlecht, einen zu haben, aber entscheidend ist, dass man das, was man tut, wirklich aus voller Überzeugung raus tut. Und dann bekommt ihr jeden Job bei jedem Unternehmen, wo ihr wollt. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich habe es bisher so oft gesehen, dass das funktioniert, wenn man nur will. Ja? Aber wie gesagt, der normale, einfache Weg ist halt Abi machen und dann am besten noch zu McKinsey gehen, ein bisschen BWL studieren, weil das kann eh jeder. Und dann am Ende irgendwo Berater werden. Und ja, ich meine, so ein BWL-Studium, das schafft auch jeder. Aber weißt du, dann wirst du Berater und dann hast du noch einen schönen McKinsey-Stempel und danach wirst du irgendwie reich oder so. So ist doch der Plan der Eltern für die Kids. Ja? Und für viele Kids leider auch. Und wie gesagt, deswegen sind so Wege wie jetzt, um zum Stream wiederzukommen, Wege in der Selbstständigkeit, im Medienbereich doch gar nicht verkehrt. Das sind Leute, die haben Kopf, die können sich selber am Leben halten und die sind auch viel wertvoller für einen Arbeitgeber als nicht, als andersherum. Also sehe ich jedenfalls so. Und das sehen auch viele Arbeitgeber so, zum Glück mittlerweile. Es war mal anders, definitiv. Vor 20 Jahren wäre sie am Arsch gewesen als Streamer, aber da gab es das ja noch nicht. Lasst uns mal weg von dem Thema, weil Gara und ich sind da sehr redefreudig und die anderen beiden nicht. weil, ja, ich bin da auch stundenlang drüber, also, aber ja. Lasst uns mal über das Socializen reden oder das Networking. Wir hatten das ja vorhin gerade schon mal besprochen und Basti und Slappy, ihr wart ja sehr redefreudig dazu. Schmeißt euch einfach mal in die Thematik. Ich hau euch mal, Marl hat das nämlich geschrieben. Was könnt ihr bezüglich Streamen, zu Networking sagen und wie habt ihr eure Anfangszeit gehandhabt? Seid ihr eingestiegen? Also wie ihr eingestiegen seid und das Networking sozusagen. Am besten wollte ich gerade sagen, Basti, erklär doch kurz, was Networking ist in einem Satz, dass die Leute das wissen. Die oh Gott, Networking. Überbegriff für ich mache was mit anderen Leuten und jeder zieht seinen Nutzen daraus. Darf ich das nicht auch kurz in einem Wort erklären? Ja. Arschlecken. Nein, nicht unbedingt. Entschuldigung. Nicht unbedingt, aber ich glaube, ich bin so das absolute Paradebeispiel dafür, wie man Networking nicht betreiben sollte. Also, keine Ahnung, ich bin halt jemand, der sehr viel Eigenstolz hat und alles immer selber machen möchte und deswegen bin ich auch jemand, der, was meinen Stream angeht, grundsätzlich eigentlich alles ablehnt. Also das ist
auch heute das erste Mal, dass ich sowas angenommen habe, wie jetzt dieses Plankenschnack. Und auch Streamergruppen oder Angebote von Sponsoren oder irgendwelche Partnerschaften mit mach doch das für uns und wir tun das für dies, für dich. Das sind eben Sachen, die ich immer abgelehnt habe. Und manchmal sollte man sich vielleicht auch hinsetzen und Sachen rausnehmen oder rausziehen aus diesen Networking, keine Ahnung, ja, aus diesem Networking, die vielleicht von Nutzen sind. Und ich habe das aber halt nie getan. Ich weiß nicht, das ist, keine Ahnung. Meine Freundin tut das. Also, die ist zum Beispiel jetzt auf der Dreamhack gewesen, hat die Jungs von Freaks4U kennengelernt und fährt da jetzt am Montag hin, lernt die kennen, guckt sich das Büro an und sowas. Das sind alles solche Sachen. Oder mit Sponsoren in Verbindung setzen, andere Streamer kennenlernen und so. Klar kenne ich viele Leute, weil ich schon seit 3 Jahren auf Twitch bin. Also, ich habe grundsätzlich im Twitch-Bereich eigentlich nur mit Streamern zu tun, die weitaus größer sind als ich. Einfach auch aus dem Grund, weil ich sehr, sehr lange schon dabei bin und man die halt einfach, oder man kennt sich halt. Aber ich bin jemand, der das immer abgelehnt hat, mit Leuten zu spielen, die größer sind als ich, oder mit Leuten zu streamen oder irgendwie zu sagen, hier, ich hoste dich ein paar Mal und spiel doch ab und zu mal mit mir auf dem Stream, dann kriegen wir das auch hin, dass du irgendwie mehr Viewer bekommst oder so. Das sind Sachen, die ich grundsätzlich immer ablehne, weil ich da sehr viel Eigenstolz habe und einfach sage, ich möchte das alleine schaffen, ohne fremde Hilfe. Ich würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, Networking zu betreiben. Das eine ist eben dieses Arschlecken oder Arschkriechen, besser sogar. Heißt, dich bei großen Streamern einzuschleimen und 5-mal im Chat zu schreiben, dass du selber streamst und ganz am Ende dann halt, wenn dir gerade der Streamer off geht, nochmal schnell reinzuschreiben, so, ja okay, wenn du bist jetzt fertig, dann streame ich jetzt auch. So, weil man dann irgendwie hofft, oh, dann vielleicht hostet der mich oder so. Und, ne? Oder einfach demjenigen eben in den Arsch zu kriechen. Das ist eine Möglichkeit von Networking, aber das ist eine ziemlich dämliche Methode von Networking, weil man da häufig, glaube ich, auf die Schnauze fliegen wird. Also, weiß nicht, mich nerven solche Leute immer, wenn sie bei mir reinkommen. Und ich bin noch nicht mal ein großer Streamer. Ich will gar nicht wissen, wie das bei anderen Leuten ist, die halt für 1000 oder für 500 oder für 10.000 Leute streamen, wie häufig die genervt werden von solchen Menschen. Es gibt aber auch eine gute Methode von Networking und die ist einfach Freundschaften zu schließen. So wie wir das jetzt hier gerade zum Beispiel tun. Das kann man auch als Networking betrachten, aber das ist halt eben nicht dieses erzwungene Networking, sondern es ist einfach, wir sind hier einfach 4 Leute, die Spaß an der gleichen Sache haben und sich gerne mal ein bisschen darüber unterhalten wollen. Und wir sind bei den Bay Pirates eine Gruppe von Leuten, die das Gleiche tun. Und wir quatschen ab und zu mal miteinander und tauschen uns aus. Oder wir treffen uns auf der Gamescom mit Leuten, mit denen wir eigentlich sonst nie irgendwie was zu tun haben und quatschen einfach ein bisschen darüber. Und dann schließt man halt Freundschaften und das ist eine reine Win-Win-Situation, wenn man es unterm Strich und sehr wirtschaftlich sieht. Ja, dann bringt das was, aber das sollte nicht das sein, worum es geht dabei, sondern es sollte darum gehen, der ist cool, mit dem unterhalte ich mich gerne. Und wenn derjenige kleiner ist als ich, dann unterstütze ich ihn gerne. Es sollte nie aber darunter irgendwie sein, der kann mir helfen, groß zu werden oder so. Ne? Also man sollte nie irgendwie so erfolgsbezogen da handeln, sondern eben dieses klassische Networking, weiß ich nicht. Wollen wir Freunde sein? Sozusagen. Willst du mit mir gehen? Das muss ich noch überlegen. Soll ich vorweg machen? Wenn du überlegen willst? Ja, mach mal. Okay. Ich bin absoluter Feind davon. Absolut. Ich hasse Networking. Wie die Pest. Das weiß jeder. Ich versuche das so gut wie es geht aus dem Weg zu gehen. Das hier ist für mich auch vielleicht ist es Networking. Für mich ist es einfach nur locker quatschen, Leute kennenlernen und zwar der Gast, der da unten immer sitzt. Eventuell, um ihn irgendwann mal zu umarmen und persönlich kennenzulernen. Aber ich mache keine Werbung. Ich spiele mit keinem zusammen, weil ich will mir alles alleine erarbeiten. Und ich möchte mir in dem Geschäft, und das ist es ja, in dem Geschäft möchte ich mir mit allen Mitteln, die ich selber habe, mit meiner Energie, meinen Namen erarbeiten. Und ich will von keinem gehostet werden, ich will kein Selfie machen, ich will kein, oh ja, ich hänge gerade mit dem und dem da und da ab und das ist voll cool, Twitter-Follower erhaschen.
Ich möchte einfach, ich möchte mein Ding machen und das will ich schaffen und zwar ganz alleine. Weil am Ende des Tages kann ich immer schlafen gehen und sagen, jupp, du hast hart gearbeitet und das ist dein Lohn dafür. Ich habe kein Problem, Leute zu treffen wie Basti, ich habe Stay getroffen und so weiter und so fort. Wir umarmen uns und dann war es das wieder und wir lernen uns dann vielleicht außerhalb irgendwo kennen oder wir machen ein bisschen was. Alles toppy, aber das Networking ist für mich ist das wie ein rotes Tuch. Ich werde da richtig aggressiv, weil ich kenne die Leute eh nicht. Ich habe die noch nie kennengelernt. Warum soll ich da hingehen und jetzt, weiß ich nicht, beispielsweise mal einen Gronkh anschnacken und sagen, ey, cool, ich bin auch Streamer, high five, yo, was geht? Ich hasse das. Entweder läufst du dir auf den Weg und sagst so, ja, hey, cool, Erik, ich bin hier, schön, und dann haust du wieder ab, weil du kennst dich eh nicht. Du kennst dich eh nicht und es läuft sowieso immer nur darauf hinaus, deinen Namen nach draußen zu kriegen. Und alle Erfolgsstories, die so momentan passieren, das sind über 90%. Und, für mich ist das immer, für mich muss das harte Arbeit sein, weil für mich, das ist meine Arbeit und ich will nichts geschenkt kriegen und das wäre für mich Geschenke annehmen. Und ich habe ganz selten, also wenn ich mit Streamern zum Beispiel spiele, spiele ich Offstream mit ihnen und nicht Onstream, weil ich möchte ganz klar, glasklar sagen, pass auf, du, sorry, aber das ist nicht meine Nummer, ich will das schön alleine machen. Und dafür werden mich ganz viele Leute, auch in meinem engsten Kreis, die mich quasi motivieren oder mit mir zusammen an meinem Stream arbeiten, die mir dabei helfen, hassen mich dafür, dass ich das tue, aber ich will das überhaupt gar nicht. Ich will von keinem was geschenkt gekriegt haben und ich will mir alles richtig hart erarbeiten müssen. Und wenn irgendwann mal, weiß ich nicht, irgendein Großer zu mir kommt, Name XY, und mich anspricht und sagt, du bist ein krasser Typ, dann können wir gerne darüber reden und alles schön und gut, aber das will ich mir erarbeitet haben und nicht andersrum. Und das ist für mich immer ganz wichtig. Und das vergessen ganz viele Leute, die dann so subtil versuchen. Wir haben zum Beispiel zwei Leute, die gehen bei allen Bay Pirate Streamern rum und jeder weiß, was die wollen. Und das ist nicht Socializen oder Networking, das ist einfach nur dieser Quatsch, das ist Blödsinn. Also das ist so dieses, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn Basti bei mir reinkommt oder also jetzt mal von außerhalb oder Sascha oder so, dann weiß ich, die können da meinetwegen reinschreiben, dass sie streamen. Das ist mir Wumpe, weil ich weiß dann, wie sie es meinen und eventuell haben sie gerade nicht dran gedacht, sie wollen keine Werbung machen, sondern sagen einfach so, ich muffe jetzt ab und fertig ist. Und bei anderen Leuten ist es halt zu offensichtlich und man sollte da immer den Unterschied machen. Und ich glaube, dass das mit diesem Networking oder in irgendwelche Communities reingehen. Man muss ja erstmal, es ist wie mit der Arbeit, ja. Man muss erstmal was geleistet haben, damit man dann irgendwann eine Tür öffnet, wo man durchgehen darf. Und nicht anders, dass sich jemand in die Hand nimmt. Ja, okay, hier ist ab 18, aber naja, dein großer Papi ist ja da, kannst mit zusammen reinkommen, ne? Und jetzt darfst du in den großen Raum mit den großen Leuten spielen. Das ist halt so, so sehe ich das immer. Man muss sich seine Eintrittskarte verdienen. Ja. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die DreamHack. Was das ein perfektes Beispiel. Wir waren in der DreamHack und wie du vorhin schon sagtest, du hast mich außen stehen sehen. Und ich meine, meine Freundin ist Partner und alle, mit denen ich dort war, sind halt auch alles Twitch-Partner. So, und dann gab es halt, oder gibt es auf der Gamescom ja auch, diese extra Twitch-Launch, in die nur Partner rein dürfen. Und die zwei sind halt reingegangen und ich habe draußen gewartet, weil ich halt kein Twitch-Partner bin. Heißt, ich darf nicht in diese Twitch-Launch rein. Und dann kam halt nachher Simon zu mir, für Leute, die es nicht wissen, das ist der Typ, der für die ganzen deutschen Partner das ganze Zeug regelt und meinte zu mir, hey, auf was machst du? Und ich so, ja, ich warte auf Lilly und Marcel, die sind da drinne und bla bla bla. Und dann hat er mir halt ein Bändchen gegeben für die Twitch-Launch und meinte, ja, hier, wir kennen uns ja und alles cool und hier geh rein. Und das ist halt was, ich habe es angenommen, aber ich habe es super ungern angenommen, weil ich einfach, ich bin kein Twitch-Partner, also gehöre ich da nicht hin. Und dann meinten die anderen auch, ja, wieso bist du jetzt, oder wie bist du reinkommen? Ich so, ja, Simon hat mir ein Bändchen gegeben. Und dann war halt auch dieses, oh ja, ist doch cool und so. Und ich so, ja, kann ja sein, ich find's nicht cool, so, weil ich hab's mir nicht selber verdient. So, ich hab's bekommen, weil ihr da drinne seid und weil er mich kennt, aber das ist für mich nicht dieses, ich hab's mir erarbeitet und ich bekomme das jetzt und kann da rein, weil ich den Voraussetzungen entspreche, sondern weil ich jemanden kenne. Und das ist für mich einfach, das ist für mich nicht richtig. So, das ist einfach so ein Beispiel gewesen, wo ich sage, so, hey, genau so sollte es halt eigentlich nicht laufen. Und alle sagen immer zu mir, ja, aber du kannst ja auch mal was annehmen und so. Und ich sage, ja, könnte ich schon tun, aber es fühlt sich für mich nicht so an, als hätte ich es mir verdient. Und das ist dieser Hauptgrund, warum ich sowas eigentlich nicht tue.
Ich war auch nicht drin, mach dir nichts draus. Ich habe auch kein Battle, ich habe es mir nicht geholt. Ich wurde erst von euch darauf hingewiesen und dann hatte ich keine Lust mehr. Unfassbar. Ist grauenvoll, oder? Ja, also, ja, was soll ich dazu sagen? Ihr seid völlig bescheuert. So ein Blödsinn habe ich lange nicht gehört. Ich kenne Nils Einstellung und die, also ich finde die sowas von bescheuert. Das weiß er auch, dass ich das so sehe. Und es ist okay, wenn er meint, dass das gut ist für ihn, dann lasse ich ihm das, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Nee, warte. Darf ich kurz was einwerfen? Ja. Ich weiß, dass das super schlecht für mich ist. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Also ich weiß, dass ich das machen sollte, aber ich bin halt, du bist ja schon wieder neumodischer, weißt du, aber mein Vater hat mich halt erzogen, du musst dafür arbeiten und ich will meine Anerkennung mir erarbeiten. Ja, ja, also, aber eigentlich seid ihr bescheuert. Ja, das ist richtig. Also das ganze Geschäftsleben, wenn ihr selbstständig seid, und das bin ich erfolgreich seit 89, besteht daraus, Kontakte zu knüpfen, permanent. Nur so wächst man in seinem Business, nicht durch die eigene Leistung. Das funktioniert nur begrenzt, weil, also gerade jetzt im Medienbereich, also wenn ich jetzt mal, ihr braucht, also was brauchen wir, oder um jetzt bekannter zu werden? Zuschauer. Und die Zuschauer müssen immer wieder kommen. Das sind zwei Probleme, die ganz entscheidend sind. So, das erste ist ja noch zu schaffen, Zuschauer, ne, in einer bestimmten Anzahl zu generieren, das geht noch einigermaßen. Wenn man gut ist und lustig ist und eine Personality hat und einfach ein Typ ist. Ja, ja, ich weiß nicht, warum mir so viele Leute zugucken. Das frage ich mich oft, aber ich weiß es nicht. Aber bei jedem Streamer ist es halt anders. Jeder hat seine eigene Personality und ist irgendwie erfolgreich, selbst Slabby. Ja, der hat ein unheimliches Wissen in völlig verkorksten Spielen. Und das ist faszinierend, dazu zu gucken, weil so eine Spiele würde ich nicht mal anfassen. So, der nächste Schritt ist dann aber, etwas größer zu werden. Wie wird man größer? Durch Beharrlichkeit, das hat Nils gezeigt. Einfach rund um die Uhr arbeiten, mehr als jeder normale Mensch. Denn Nils arbeitet 80 Stunden die Woche. Die meisten arbeiten 35, vielleicht 40. Selbstständige 50 oder 60. Die völlig Verrückten vielleicht auch mehr, aber Nils arbeitet 80 Stunden die Woche. Das ist der Hammer. Ja, so, das ist der eine Weg, um jetzt über die Zeit einfach die Zuschauer zu generieren. Und wenn man das aber nicht kann und aus irgendwie, man muss dann einfach sehen, wie kann ich meine Base erweitern? Das heißt, die kann ich nur erweitern, indem ich mit anderen Leuten was zusammen mache. So, das hat ja nichts mit Arschkriechen zu tun, sondern man sollte sich mit Leuten umgeben, die A, zu einem passen, also mit dem man klarkommt, und B, die einen weiterbringen. So, man darf sich natürlich auch mit Leuten umgehen, die einen nicht weiterbringen, das ist nicht schlimm, wenn sie cool sind, ja, aber grundsätzlich muss man ja im Business gucken, wenn man weiterkommen will, dass man eben um sich herum eine große Wolke hat, mit denen man klarkommt, die einen weiterbringen können im Job vielleicht, oder die einfach Einflüsse reinbringen, Ideen haben, wie auch immer. Und da gehören natürlich solche, gerade bei Medienleuten, wie wir das jetzt letztendlich sind, gehört natürlich Aktivität dazu, indem man mit anderen Leuten zusammen was macht. Wir machen hier den Plankenschnack. Das ist ja eigentlich ist das ja ein total klassisches Beispiel dafür, wie man es macht. Ich meine, Steam macht seinen Source, ja, genau das Gleiche. Ja, und es gibt auch bei den Amerikanern sehr, sehr viele Streams in dieser Gegend. Die Amerikaner sind da übrigens viel weiter. Das wird immer gerne so von den Deutschen als Sellout bezeichnet, was immer so negativen Touch hat bei den Deutschen. Das ist aber eher ein deutsches Problem, glaube ich. Bei den Amerikanern, die machen alle miteinander, und zwar nicht, weil sie sich mögen. Also ich wette, dass da Streamer zusammenarbeiten, große Streamer zusammenarbeiten mit 300.000 Followern und mehr und die sich eigentlich gar nicht abkönnen, aber die gegenseitig ihre Follower brauchen, beziehungsweise ihre Viewer, und sie dadurch austauschen, indem sie Sachen zusammen machen. Das ist völlig normales Business. Hier in Deutschland sind wir alle total verkrampft und machen das nicht so. Ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich habe es nicht leicht mit, ich mag es genauso wenig im Grunde genommen wie ihr. Da bin ich dann auch Deutscher, ja? Oder ticke genauso. Ich bin auch der Meinung, man sollte über
über seine eigene Fähigkeit das generieren. Weil man gut ist und weil die Leute einen gut finden, katapultieren sie einen nach oben. Beziehungsweise finden einen so gut, dass sie es weitererzählen und der Stream wächst und wächst und wächst. Bei mir ist das sogar so passiert, aber im Normalfall ist es schon wichtig, diese Verbindung zu haben. Und ich finde nicht, dass das Arschkriechen ist oder so, sondern einfach nur, ich sag mal, gewinnbringende Freundschaften, hört sich auch total fies an, aber ist es auch nicht, sondern einfach nur, also ich, unter Networking verstehe ich, mit vielen, vielen Leuten zu kommunizieren, vielleicht was zusammenzumachen, muss nicht mal, sondern einfach auch sich auszutauschen und mal gucken und vielleicht auch treffen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Gronkh oder nehmen wir, es gibt ja noch viele andere größere, fragen würde, hallo, kannst du mich mal hosten oder so, ne? Also ich wette mit dir, wenn Gronkh das anbieten würde, ein Hosting von Gronkh für 500 Euro, dass er damit mehr Geld machen würde als mit seinen Donations. Ja? ich wette drum, dass es genügend Streamer gibt, die 500 Ocken auf den Tisch legen. Also insofern weiß ich nicht. Also ich bin da so ein bisschen, ich glaube, ihr macht zu wenig oder Nils verkrampft sich zu viel. Also jetzt auf Nils bezogen, bei Sebastian weiß ich das nicht, aber bei Nils weiß ich das, der könnte der Shootingstar der deutschen Szene sein, wenn er ein bisschen mehr machen würde. Aber er ist, wie er ist und wir lieben ihn deswegen. Wahrscheinlich. Naja, aber ich muss auch sagen, der Nils findet das da kacke und sagt halt, dass er das nicht macht, aber eigentlich nach meiner Definition von Networking macht er das trotzdem. Aber nur halt so in dem positiven Sinne, wie ich es halt meine. Und ich eben nicht ganz, in dem negativen. Ganz ehrlich, ich habe nur Kumpels. Ich sehe ja, Sascha eben als Kumpel an, ich sehe für mich Basti als Kumpel an. Lilly, finde ich, ist für mich auch wie eine Freundin. Da weiß ich halt, da muss ich mir keinen Kopf machen, wenn ich die anschreibe, so dass dann, oh, der Lappen schon wieder, ach komm, den haben wir schon da haben wir die Euter schon gezitzt, so lass den mal liegen, den Vogel. Ja, ich so. Habe auch echt, ich dachte, wenn es in Lilly herkommt, dann reicht das vollkommen aus, dass ich mich jetzt hier auch noch hinsetzen muss, ist echt. Das ist grauenvoll, ist furchtbar. Leute, irgendwie, wir müssen mal zu Potte kommen. Wir haben super viele Fragen noch. Ich habe gerade mal hochgescrollt. Wir haben schon wieder. Ja, ist geil heute, ne? Wir haben unheimlich viele Fragen heute. Letztes Mal war das echt trübe. Aber auf jeden Fall. Wir sind auch total vom Thema weg. Was wir aber eigentlich. Das sind wir nicht. Wir wollten jetzt zum Networking wollten wir hin. Das war unser Thema, wo wir hin wollten. Und die Beziehung. Leute denken nur, dass wir über Liebesbeziehungen reden. Damit haben wir sie angelockt. Ja. Aber eigentlich ging es nur ums Geschäftsbeziehungen. Ja, so ungefähr. Jeder Art. Ja, genau. Lasst uns mal durchziehen hier. Und zwar Malonium hat nämlich gefragt, unterstützt ihr kleine Streamer? Wenn ich die Frage schon wieder lese, kommt mir so ein bisschen das Sodbrennen. Wenn ja, wie? Wurdet ihr unterstützt, als ihr angefangen habt zu streamen? Also, wenn ich will, pass auf Malonium, ich bin kein Mensch, der dich anlügt, ich rede das jetzt nicht schön. Für mich ist diese Frage einfach nur, du willst wieder Aufmerksamkeit haben und weil du nicht zu Potte kommst und dein Stream nichts wird, weil du keine Arbeit reinsteckst und das ist dabei rausgekommen. Diese Frage. Das ist meine Antwort darauf. Und ja, ich unterstütze kleine Streamer, Basti ist hier, Slappy ist hier, so klein bin ich. Lost in House, kleine Streamer, alles mögliche von Bay Pirates. Ja, mache ich. So. Und wenn ich mich getäuscht habe, Malonium, tut's mir leid, aber das ist halt so das, was ich daraus lese. Das ist meine Antwort darauf. Ihr dürft antworten. Versuch's mal neutral. Also, jetzt, als wäre die Frage halt ohne irgendwelchen Hintergedanken gestellt. Ich unterstütze kleine Streamer, indem ich ab und zu mal reingucke. Wenn ich das Gefühl habe, die wollen streamen tatsächlich und damit was erreichen und die sind nicht gut darin, dann gebe ich denen Tipps, wie sie besser werden können. Wenn ich sehe, es wird gar nichts, sage ich denen, das wird nichts. Und wenn es mir gefällt und sie sind ein kleiner Streamer, der gerade angefangen hat, und dann unterstütze ich sie anderweitig, also mit, weiß ich nicht, indem ich ein Hosting reinstecke. Das bringt in meinem Fall halt nicht so viel, aber ein bisschen halt was. Und das ist die Art, wie ich kleine Streamer unterstütze, aber ich laufe auch nicht den ganzen Tag rum und gucke mir kleine Streamer an, nur damit ich sie halt unterstützen kann, sondern ja. Darf ich kurz noch was einwerfen? Ich finde, diese ganze Malonium in diesem Fall, du solltest deine ganze Energie, die du in solche Gedanken steckst, ja, solltest du in deinen Stream stecken. Da hast du viel mehr von als sowas. Ganz ehrlich, also
Entschuldigung, wenn das so hart klingt, aber so sehe ich das. Und das ist vielleicht nicht die richtige, das Richtige, aber ich muss keinem Tipps geben, weil ich bin das genauso wie mit Spiele kaufen. Ich sag keinem, wow, XCOM 2, kauft euch das jetzt unbedingt und am besten unten über den Reflink. Ich bin da nicht die Kraft, die das sagt. Und ich bin da auch nicht die Kraft, die irgendwen irgendwo hinlenkt. Weil das, was ihr immer vergesst, und das ist der wichtigste Punkt, die Sympathie. Da muss doch irgendwo was da sein. Und ganz ehrlich, und wenn ich jemanden hoste, der 12.000 Viewer hat, dann tue ich das, weil er mir sympathisch ist und weil ich ihn mag. Und dann gehe ich doch nicht zu jemandem hin und sage, ja, okay, heute hoste ich wen Kleines. Warum sollte ich das tun? Ich selber in meinem Zuhause unterstütze doch Menschen, die mir sympathisch sind und nicht irgendwen, den ich gar nicht kenne, nur weil ich ihm helfen will. Was mir überhaupt nichts bringt, weil ich gar nicht weiß, wer er ist. Und dafür, dass weiß, wer er ist, das muss man sich halt wieder im Nachzug erarbeiten. Und deswegen finde ich diese Fragen, Entschuldigung, total beknattert immer. Und bei mir war das so, um einfach die Frage zu beantworten, ich wurde von Stay damals zweimal geradet, weil er mich sympathisch fand. So. Und danach ist der Schneeball losgelaufen. Der Rest ist halt Sympathie von den Leuten, die bei mir sind oder mich hosten. Gareth. Jojo. Darf ich? Ja, hau rein. Ich habe letztens Carnage gehostet. Ich hatte das Gefühl, er hat das nötig. einer meiner Lieblingsstreamer seitdem ich Twitch habe und seitdem ich überhaupt Streaming gucke, den gucke ich eigentlich sehr häufig. Und den habe ich tatsächlich mal gehostet. Okay, ich habe ihn da irgendwie 200 Leute rübergeschubst oder so, aber das hat er auch nicht wahrgenommen, weil 200 fallen bei ihm nicht auf. Und ja, ich unterstütze in Anführungsstrichen kleine Streamer. Ich weiß nämlich nicht, wie man klein definiert, weil ich dachte ja, ich wäre einer der kleineren Streamer. Und ich weiß nicht, wo die Grenze ist zwischen groß und klein und mittel, keine Ahnung. Ich sehe das auch nicht so. Also ich finde, einer der Größten ist Gronkh, Punkt. So, der ist in seiner eigenen Liga und dann kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Und dann kommen die so zwischen 1.000 und 2.000 Viewer. Und davon gibt es dann, und ich kenne viele nicht, das kommt auch dazu. Also es gibt garantiert noch viele andere, aber ich will auch viele nicht kennen. Ich habe mir im Urlaub mal ein paar LoL-Streams angeguckt und vor allen Dingen ein paar Minecraft, deutsche Minecraft-Streams, da wurde mir dann richtig schlecht. Also es gibt unheimlich viele große Streamer anscheinend, aber was das kleine Stream, weiß ich nicht. Also ich unterstütze sie, wenn sie in meinem Bereich sind. Also ich gehe jetzt nicht durch die Gegend so wie Slappy schon sagte, ich gehe nicht durch die Gegend und suche jetzt kleine Streamer, um sie zu pushen. Das ist nicht mein Job. Ich habe aber in meinem Umfeld, also in der Flugsimulation, wo ich ja nun sehr, sehr extrem bin, da sehe ich natürlich sofort, wenn irgendein neuer deutscher Streamer auftaucht, weil es gibt halt nicht so viele. Und wenn am Tag irgendwie sechs Leute das hosten, sechs Leute das streamen oder sieben oder acht, dann ist das schon so das Maximum. Und an guten Tagen sind auch mal 12 oder 13 deutsche Streamer tatsächlich in der Flugsimulation da. Dann sind da bei 13 Streamern ungefähr 20 Zuschauer. So, und dann komme ich online, dann ändert sich das ein bisschen, dann bin ich wieder offline, dann geht das wieder zurück. Das ist so. Und ich sehe dann einfach die Streamer und gucke mir die manchmal auch an. Und wenn ich einen cool finde, und da geht es um Sympathie dann wieder, so wie Nils schon sagte, dass der irgendwas hat, also sagen wir mal unheimliches Fachwissen in dem Gebiet, ja, gerade bei der Flugsimulation, dann hoste ich den einfach. Da rede ich aber nicht viel drum, sondern ich mache das einfach. Die fallen dann immer, das ist immer so lustig, die fallen dann immer um, weil, oh, ich werde gehostet von Garak, huh, wie kann das passieren? Und das finde ich immer witzig einmal. Und ja, aber ich mache es trotzdem, weil ich habe da auch kein Problem mit. Ich wurde oft gefragt, und das ist ganz lustig, von Viewern, sag mal, wieso hostest du denn die? Die nehmen dir doch Zuschauer weg. Also so eine Sachen kommen dann da komischerweise bei raus, ja, dass dann Viewer mir sagen, sag mal, den kannst du doch nicht hosten, nachher hat er mehr Zuschauer als du. Ich sag ja, und? Dann ist er gut. Ich finde das klasse, warum soll ich ihn deswegen nicht hosten? Also ich mag das gerne, aber wie gesagt, nur in meinem Bereich, weil ich könnte jetzt kein LOL hosten oder
irgendwas, wovon ich keine Ahnung habe, das macht ja auch keinen Sinn. Ja? Und insofern unterstütze ich aber gerne und ganz, ganz häufig in Anführungsstrichen kleinere Streamer. Ich finde, kleiner Streamer hört sich doof an. Also jeder Streamer ist irgendwo gleichberechtigt. Ich finde das sowieso voll affig, diese Unterscheidung. Streamer, spielt doch keine Rolle. Wumpe, ob der 20, 30, genau. 100, 1000, 10.000, ist doch halt das gleiche Gesocks. Sitzt vor der Kamera und spielt sein Computerspiel und macht einen lustigen Spruch. So. Genau, alle gleich, fertig. Irgendwo. Ne? Ja. Und wen du dann unterstützt, ist Sympathie. Aber Basti hat noch nichts gesagt, Verzeihung. Also grundsätzlich, nee, ich habe irgendwie, mir wurde damals nicht geholfen, aber als ich angefangen habe zu streamen, gab es nicht viele deutsche Streamer. Also, dass die ganzen YouTuber jetzt auf Twitch rüberwechseln, ist sowieso neu, aber als ich damals angefangen habe, habe ich angefangen, DayZ zu streamen. Und es gab 3 deutsche DayZ-Streamer, es gab allgemein absolut wenig deutsche Streamer. Und ich hoste Leute, die mir sympathisch sind und von denen ich denke, dass meine Viewer, die bei mir zugucken, bei denen gut aufgehoben sind. Also wo ich der Meinung bin, okay, die Leute gucken bei mir zu und denen gefällt mein Stream, dann könnte denen der Stream von XY auch gut gefallen, weil der vielleicht irgendwie in meine Richtung streamt, also sehr viel, keine Ahnung, Gaming-Content bringt und viel Fachwissen hat zu den Spielen, die er spielt. Und das sind oftmals dann halt auch die Spiele, die ich im Moment spiele. Und ja, ansonsten kleinere Streamern helfen. Ich weiß nicht, ich spiele mit den Leuten, die ich mag, und ich spiele mit meinen Freunden. Und es ist halt so, dass 2 oder 3 von denen auch streamen und kleiner sind. Aber es, also bei uns geht es nicht darum, ob wir jemand streamt oder nicht. Das ist bei uns dann meistens einfach nur, wir sind am Zocken und dann, hey, ich mach mal Streamer, jo, alles klar. Also, ich unterstütze nicht speziell kleinere Streamer, sondern Leute, die mir sympathisch sind, von denen ich denke, dass meine Viewer bei denen auch gut aufgehoben sind, ohne dass sie sich denken, welchen Vollidiot hat denn der die jetzt gehostet. Also ich habe eher Probleme beim, wenn ich fertig bin, sind die aus meinem Umfeld oder B-Pirates meistens offline. Und oder total weit weg von dem Thema, was ich streame. Und dann weiß ich nicht, ich habe dann 2-3 Mal so gehostet, Leute aus unserer Gruppe und eben auch außerhalb der Gruppe, die themenfremd waren, also wirklich weit weg waren. Also wenn ich einen LoL-Streamer hoste, dann ist das, weiter geht's nicht weg. Und, und das Problem ist dann, das bringt dem nichts, ja, weil meine Zuschauer dann sofort weg sind. Da bleibt ja keiner. Das hilft dem ja auch nichts. Da hat er eben ein kurzes Peak und freut sich oder guckt nach, ob er einen Bot im Kanal hat, weil das schlagartig mal eben um, weiß ich nicht, um 200 Leute nach oben springt. Und die meisten suchen dann ja gleich einen Bot. Und das bringt mir also nichts. Das heißt, ich bin sowieso sehr begrenzt in der Auswahl derjenigen. Also ich habe das da gemerkt, dass dann relativ, was ich, Nils kann ich zum Beispiel hosten, aber der ist meistens offline, wenn ich offline gehe, ist er schon längst weg. Und und da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Und ich kann nur so auf normal, ich sag mal Mainstream-Sachen hosten, sonst geht das nicht. Ich habe es übrigens, weil da noch eine Nachfrage war, nie gehabt, dass jemand, den ich gehostet habe, also gerade jetzt im Bereich der Flugsimulation, wo ich häufiger Leute hoste und immer wieder dieselben gerne hoste, was denen garantiert auch unheimlich viel gebracht hat. Also definitiv, die haben alle sehr viele meiner in Anführungsstrichen Viewer übernommen. Ja, was ich überhaupt nicht schlimm finde, was völlig in Ordnung ist. Ich habe damit den Horizont meiner Viewer, in Anführungsstrichen meiner, erweitern können, indem ich, guck mal hier, da ist noch ein cooler Typ, der auch coole Flugsimulationen macht. Und aber keiner von denen hat dann irgendwie danach gebettelt, kannst du mich nochmal hosten und so, das war so cool oder so, keiner. Das war den, ich glaube, bei denen, die ich gehostet habe, war auch meine Einschätzung, dass denen das nicht egal ist, aber wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre auch okay. Ja? Also das waren jetzt keine Leute, die wirklich auf das Hosting von mir aus waren, weil das war auch in allen Fällen unverhofft, ohne dass ich vorher mit denen überhaupt Kontakt hatte. Das ist dann erst in der Folge entstanden. Wollen wir weitermachen? Nächste Frage? Wir haben hier eine von Melhell, die wurde schon des Öfteren mal beantwortet, aber da wir ja das mitnehmen. Was hat euch dazu bewegt zu streamen?
Was waren eure Intentionen dahinter? Ich würde sagen, wir drei machen das kurz und knackig, oder? Wir haben das ja schon das eine oder andere Mal gesagt. Von daher, Basti, nimm dir Zeit, hau rein. Ey, die Intention, keine Ahnung. Also ich habe einfach, keine Ahnung, ich fand's cool. Ich habe es gesehen, fand's cool und dann konnte ich es ganz lange nicht machen, weil ich auf einer 16.000er Leitung rumgedümpelt bin und einen schlechten PC hatte. Und irgendwann hat es dann halt geklappt und dann habe ich mir gedacht, okay, fängst du mal an. Es macht Spaß. Ich habe es aber, glaube ich, angefangen damals aus dem Grund, weil wir zusammen gespielt hatten und es für uns einfacher war zu gucken, also es hatte mit DayZ zu tun und der Verständigung wegen etc. und damit die Leute, mit denen ich halt zusammen spiele, noch nebenher gucken können und sowas, habe ich angefangen zu streamen. Und aber also jetzt nicht aus der Intention irgendwie, ja, ich möchte streamen, weil ich möchte bekannt werden oder ich möchte das und das oder so. Es war einfach, ich glaube, ich habe damals einfach angefangen, weil ich es cool fand und weil meine Freunde gesagt haben, hey, fang mal an, ist cool und so, können wir zugucken. Ich so, jo, mach ich. Ich glaube, ich habe die ersten 3 Monate oder 4 Monate auch echt nur 3 oder 4 Viewer gehabt und das waren halt meine Leute, mit denen ich sowieso mal gespielt habe. Also von dem her. Mal noch was bei der Frage? Nee, das war alles. Nee, ne? das war so ja, die Dinge. Kurz und knackig. Ja. Kurz und knackig, ja. Slappy, kurz und knackig? Twitch-Monies. Okay. Dem Twitch-Monies. Nein, die Frage ist so umfassend, ich könnte bei jedem mal was Neues dazu erzählen, aber. Märchenonkel. Ja, eben. Also, ne? Gründe dafür gibt's genug und ich würde jetzt einfach mal sagen, keine Ahnung, ich habe einen Freundeskreis, in dem keiner wirklich Videospiele spielt. Alle spielen halt, wenn überhaupt, dann mal irgendwie ein NBA-Spiel oder ein FIFA oder so, das geht dann halt so weit. Und ich wollte einfach auch mal Leute kennenlernen und mich in einem Kreis oder einer Community bewegen, wo meine Interessen auch drin liegen. Und das dachte ich irgendwie, bei Twitch würde das auch funktionieren. Das wäre wieder mal was Neues zu der Frage, eine neue Antwort. Die anderen zählen ja immer noch, also ich wollte aus meinem Hobby was machen. Daran? Ja, verweise auf Plankenschnack 1, 2 und 3. Bist du fertig? Jetzt auch ja. Auf YouTube. Okay, danke, da schließe ich mich an. Yes, Karak, du redest mir auch. Yes, richtig gut. Oder komm zu mir ins Stream, könntest du jetzt sagen. Ich erkläre es dir da. Das geht auch. Ja. Aber ich habe es wirklich schon so oft erzählt. Ich auch. Ich wollte die Bay Pirates gründen, habe die Bay Pirates gegründet. Fertig. Das kannst ja jetzt auch aufhören. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es... Alles erreicht. Alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe eine schöne Frage. Erstens muss ich drüber lachen und zweitens könnte die eskalieren. Würdet ihr auch Leute zu euch nach Hause lassen zum Zocken? Nein. Nein. Nee. Also ich tue das jeden Tag über den Stream. Nee, ich warte nur auf Basti seine Antwort. Alle? Also, haben wir schon, ja. Habt ihr schon? Ja, aber also man muss halt sehr vorsichtig sein. Das ist einfach so eine Sache. Aber wir haben auch Leute, die wir in Kiel oder ja, nee, wir haben schon Leute zu uns nach Hause gelassen. Aber nur Leute, die sehr lange in den Streams sind, von denen wir auch wissen, dass das okay ist, wenn die Adresse kennen. Und es ist aber trotzdem, es ist ein Risiko. Also es ist echt ein Risiko. Ich hab jedes Mal, wenn das dann so ist, habe ich immer so dieses Ding im Hinterkopf, so oh, nächste Woche steht hier der Pizzamann, hat 25 Pizzen, Partypizzen geliefert und du darfst sie zahlen oder so. Und da habe ich halt echt keine Lust drauf. Und aber wir hatten schon Besuch von Viewern, die sehr, sehr lange in beiden Streams dabei sind und mit denen man auch sehr viel abseits der Streams zu tun hat und die man auf Conventions getroffen hat und dann gesagt hat, hey, man versteht sich auch außerhalb des Streams, nicht auf Streamer-Viewer-Ebene, sondern auf freundschaftlicher Ebene. Hast du nicht Bock, irgendwie mal zu uns zu kommen oder so? Wir, keine Ahnung, kannst bei uns pennen auf dem Sofa, wir gehen bowlen und keine Ahnung, feiern Silvester zusammen oder sowas. Also wir hatten das schon und das ist bis jetzt ging das relativ gut. Aber man muss halt trotzdem vorsichtig sein. Also es ist eine sehr ausgewählte Sorte an Mensch, bei denen wir das machen. Also bei mir prinzipiell überhaupt nicht.
gar nicht. Ist nicht drin. Meine Freunde, die ich seit 2 Jahren im Stream kenne, ja, weil denen vertraue ich. Die haben meine Adresse, meine Telefonnummer, alles. Und niemals. Ne. Will ich auch gar nicht. Nächste Frage? Fragezeichen? Jetzt kommen nämlich so lauter kurze. Beziehung mit einer Viewerin bzw. Viewer, je nach Vorliebe, geht das? Ich meine, Garak ist raus. Basti ist das beste Beispiel. Ja, das geht. Ja, wir waren ja keine. Man kann ja nicht. Also, es ist nicht so dieses typische. Das ist das. Ich glaube, er meinte so: dieses, da kommt jemand in unseren Fällen jetzt, da kommt eine Viewerin in den Stream, die guckt deinen Stream ganz, ganz lange und irgendwann entwickelt sich da was. Das ist was, wovon ich auch die Finger lasse. Also, ich habe Lilly von Anfang an nicht als Streamer-Viewer-Ding gesehen, sondern das ging von Anfang an auf dieser freundschaftlichen Ebene, dass man sich gut verstanden hat. Und wir haben auch, keine Ahnung, die Streams voneinander nie wirklich geguckt. Und so. Aber ich glaube so dieses, okay, da kommt in dem Fall ein Mädchen in meinen Stream, die guckt meinen Stream ganz oft und ist immer dabei und so. Und irgendwann entwickelt sich das, damit bin ich ganz, ganz vorsichtig. Weil da geht es wieder um diese privaten Sachen, dass man sagt, okay, hier ist meine Handynummer oder bababa, Adresse so. Und man weiß nie, was passiert. Dann irgendwann, man zofft sich oder sonst irgendwas oder man hat Streit und dann ist die eine Person sauer und bumm, landet die Adresse im Internet. So, das ist einfach, das wäre mir zu risikoreich, als dass ich das tun würde, wenn ich jetzt Single wäre, was ich nicht bin. Ja, dann lass es doch einfach. Ja, muss ja nicht. Gute Idee. Nö, mach ich auch nicht. Ja, dann lässt es einfach, würde ich sagen. Wie ist das bei dir, Slabby? Hast du da Interesse oder nicht? Nein, in keinster Weise. Brauche ich auch nicht. Also ich bin vielleicht Single, aber ich denke an so Sachen wie Frauen, Beziehung mit Frauen sowieso nicht. Also wenn ich eine Frau will, dann fahre ich halt nach Leipzig und dann habe ich ja eine Frau. Und die was? Ist auch 400 Kilometer von mir entfernt. Slabby, aber ich wohne in Dresden. Ah, ich meine Dresden. So. Entschuldigung, aber hast du mir irgendwas nicht? Hast du noch mehr Sachsenbräute? Nein. Oh Gott, mein Herz ist so schleppig. Dresden, Leipzig, so alles das Gleiche. Wow. Ja, okay, alles klar. Ja, nee. Ich würde das mit dem Notfallplan, wenn der Atomkrieg ausbricht, nochmal überdenken, Nils. Ja, das. Na, aber lieber dich, Garak, als Slabby, weißt du? Jetzt ist vorbei, Slabby. Naja, also um Garak kümmere ich mich sehr gerne, ja, aber bei dir ist Schluss jetzt. Ne. Garak, du hast ja wahrscheinlich nichts zu sagen, oder? Du bist ja auch glücklich in Beziehung. Nee, aber ich habe eine lustige Anekdote. Und zwar, ich habe mal, ist auch mit Frauen und mit Internet. Das ist ganz lustig. Deswegen beneide ich noch Leute. Ich habe früher mal, als ich Student noch war, also das war kurz danach, Das war kurz danach. Also als das Internet quasi anfing, ja, so richtig, also so in Deutschland anfing, so mit Dings, da habe ich mal Support gemacht. Und das war so geil. Da waren immer so Frauen am Telefon, die das nicht gebacken bekommen haben. Und da habe ich dann geholfen. Ja, also Beziehungen können auch so entstehen, aber neben Stream, nein, würde ich also nehmen. Also heute bin ich sowieso raus aus der Nummer, ne? Also das Thema ist ja durch. Wollte ich gerade sagen, du bist ja nur unter Cheve schon. Und sehr gerne. Oh, das der ganze doch... Stress ist vorbei, weißt du, du brauchst nicht mehr, das ist alles safe, alles gut. Safe Call. Würdet ihr einem raten, anfangen zu streamen oder sagen, mach was Richtiges? Also bezogen, denke ich mal, auf die Selbstständigkeit. Einfach so? Wäre ganz schön dämlich. Das war die Frage. Als würde ich irgendwie zu jemandem hingehen und sagen, werd Kfz-Mechaniker, obwohl ich nichts über ihn weiß. Woher soll ich das denn wissen? Kfz-Mechaniker ist eine sehr gute Basis für viele sehr gute Jobs. Ja, das stimmt. Sind auch sehr intelligente Menschen, Kfz-Mechaniker. Also das meine ich jetzt nicht sarkastisch. Muss ich immer dazu sagen, weil bei mir das sofort sarkastisch klingt. Aber man muss schon ganz schön viel auf dem Köpfchen haben, um sich mit solchen Maschinen halt auseinanderzusetzen zu können. Ich würde mir im Leben nicht zutrauen, eine Maschine aufzumachen und da irgendwie was rumzuschrauben. Ach, das leicht. Also wenn du das drauf hast, wirst du es schon selber merken. Deswegen musst dir zutrauen und musst selbst an dich glauben, dann streamen. Und wenn es nicht klappt, dann sei mutig genug, dir einzugestehen, dass es doch nichts wird.
Also ich kürze das jetzt extrem ab. Plankenschnack 1, 2 und 3, Ausrufezeichen streamen. Bei mir im Chat geht gerade nicht, aber bei Bay Pirates auf Dings gibt es einen Streaming-Guide. Let's go. Das ist meine Antwort dazu. Weil diese Frage kommt so oft und Leute, streamt auch erstmal. Streamt erstmal, guckt mal, ob euch das überhaupt gefällt und ob überhaupt irgendeiner bei euch zuguckt und dann überlegt doch erstmal, ob ihr damit Geld verdienen wollt. Wie wäre es dann auch mal mit einer ganzen Zeit ohne Donation-Button? Meiner ist sogar so sehr getarnt, den findet man heute nicht mal mehr. Also, Plankenschnack 1, 2, 3 und dann guckt bei Dings noch ein bisschen rum, weil da gibt es noch einen Guide. Das ist meine Antwort darauf. Hätte ich gesagt. Mhm. Ich habe die Frage ja gar nicht verstanden. Würdest du die nochmal wiederholen? Ja, natürlich. Würdet ihr jemanden raten, anzufangen zu streamen oder eher sagen, mach was Richtiges? Ach so, ja, Plankenschnack, 1, 2, 3. oder 3, glaube ich. Anfangen, machen. Einfach machen. Wie alles. Einfach machen. Wer nichts macht, kommt nicht vorwärts. Also einfach machen und ja, und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Aber wenn man nicht probiert, findet man das nie raus. Und ja, Zauderer braucht die Welt nicht. Also los, mach. Ja, eben. Macht das, was euch gefällt. Wenn ihr darauf Bock habt, versucht's. Ganz einfach. Das ist die lange Rede, die wir vorher auch schon mal hatten. Ich habe hier eine schöne Frage von Boggy. Ich plane ein Dschungelcamp für Streamer. Seid ihr dabei? Basti hebt die Hand, okay. Also ich wäre auch dabei. Sofort. Instant, auf jeden Fall. Ja. Ich wollte schon immer mal. Ich würde meinen dicken Bizeps den ganzen Tag präsentieren. Meine ist größer. Verdammt. Ich würde, jetzt bin ich schon raus. Also ich wäre dabei. Sofort. Ich glaube, dafür bin ich schon zu berühmt, um da überhaupt reingelassen zu werden. Ja, wir sind da in der falschen Kategorie. Da mache ich lieber den Wendler. Ja, das läuft. Okay, gut. Also Basti und ich, wir werden Spaß haben. Wir werden übrigens networken. Ja? Ihr nicht. Easy. Ihr seid raus. Ihr seid überhaupt keine Networker, verstehst du mal. Also Garak, wenn ich dir das jetzt mal so raten darf, deine Einstellung bezüglich Networken, jetzt gerade just in dem Moment, schadet deine Karriere. Ganz ehrlich, ja. Du solltest viel öfter mal auf die Leute zugehen und mal mit denen reden und sie kennenlernen. Gib ihnen doch mal eine Chance. Ja. Okay. Das ist auch, also ganz ehrlich, super Fragen heute, ja? Habt ihr euch schon mal Zuschauerinnen nach Hause kommen lassen? What? Also ich hab so ein Bütchen, Basti auf jeden Fall. Basti in diesem Fall auch wieder, ja? Okay. Er hat sogar mit einer zusammengezogen. Ja, genau. wobei, bald demnächst, also das im weitesten Sinne. Ja, das waren jetzt unsere Antworten, sehe ich das richtig? Hallo Lilly! Wobei man ja da auch sagen muss wieder, Lilly ist keine Zuschauerin gewesen, Lilly ist selber Streamerin gewesen. Eigentlich war also wenn man es ganz genau nimmt, bin ich der Zuschauer und ich habe die Streamerin zu mir nach Hause geholt. Ja, das stimmt. Wow, mal andersrum! Da kann man schon mal klatschen. Also da kann man, dafür, dass es anders ist, da kann man schon mal klatschen. Ja. Dschungelcamp, übrigens, da war ein guter Vorschlag, ne, von Ira Neva, total guter Vorschlag. Ich werde das moderieren, das würde ich machen. Oh, das wäre toll, ja, ne? Unbedingt. Das Dschungelcamp. Dann ist drei ich Viertel... Ich bin mit Dirk Bach und dann suche ich mir noch irgendeine flotte Biene. Slappy ist doch da. Slappy und ich moderieren das. Ja, läuft doch, ist doch top. Okay, habt ihr durch das Stream neue Freundschaften geknüpft mit Viewern? Ja. Jupp. Würde ich so sehen. Also, ich würde jetzt sagen, nicht so eine Freundschaft wie so mit alten Schulkameraden oder so, ja. Also das ist was anderes. Aber so Freundschaft ist eine Definitionsfrage, ja. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Also, aber ich würde schon sagen, ja, würde ich schon sagen. Ja, meine besten Freunde sind alle meine Viewer. Und meine längsten Offiziere. Also meine längsten Subs, Freunde und hey, was? Jetzt hör auf, so ist es halt. So viel zum Arschkriechen. Wow, das sind meine Freunde. Da darf ich ja wohl mal einen Arsch kriechen oder was? Und sind sie nächste Woche weg. Ich muss jetzt nachher Ill-All wieder erzählen, dass ich morgen keinen Filmabend habe, weil ich XCOM streamen muss. Also muss ich schon mal vorlegen jetzt, ja?
Verstehst du? Hm. Ja, also für mich schon. Jupp. Also wie gesagt, auch soweit, dass wir Viewer haben, die schon bei uns übernachtet haben und die wir privat kennen und mit denen auch Sachen unternommen haben. Ja. Mhm. Garak hat schon geantwortet. Okay, nächste Frage. Wie steht ihr zu dem ganzen YouTuber-Hype? Gehört das zum Stream auch dazu? Gehört zum Streamen auch YouTube? Das war die Frage, Verzeihung. Die Frage verstehe ich nicht. Wie steht ihr zu dem ganzen YouTuber-Hype? Plankenschnack Nummer 3. Plankenschnack Nummer 3. Gehört ja, zum Stream glaube, auch es geht YouTube? Darum, dass im Moment so viele YouTuber zu Twitch rüberschwappen, weil sie gemerkt haben, dass sie auf YouTube langsam sterben und dass Twitch angesagt ist. Ich glaube, darum geht's, oder? Also man sieht das ja ganz viel gerade. Mir ist es aufgefallen bei den Minecraft-Leuten, Minecraft, ich sollte immer Minecraft sagen und nicht Craft, weil das heißt nämlich craften. Also Minecraft, bei den Spielern ist mir das ganz oft aufgefallen. Deswegen gucke ich keine deutschen Minecraft-Spiele auf Twitch. Weil da unheimlich viel Zeugs rübergekommen ist von YouTube, mit auch irre vielen hohen Zahlen und so, deswegen sind die mir überhaupt aufgefallen. Aber was ich da sehe, ist, nee, also was ich davon halte, für Twitch ist es mit Sicherheit toll, weil dadurch wächst Twitch und damit ist es auch für uns toll, damit wächst eigentlich die Aufmerksamkeit, das ist Plantenschnack Nummer 4 oder so. Wahrscheinlich, ja. So. Ja, wir hatten ja mal so ein Thema, ne? Wie geht das mit Twitch weiter? Wie ist es gut für Twitch, dass sich das vergrößert? Und, so? Und im Grunde genommen ist es das ja. Also es ist eigentlich, also nicht, man muss ja nicht jeden mögen und ich habe da noch, habe da echt seltsame Gestalten gefunden, die von YouTube rüberkommen, aber sie sind halt erfolgreich und sie produzieren Reichweite für Twitch und damit Reichweite für uns. Ne? Yep. Also YouTube als solches sehe ich halt als anderes Werkzeug, wenn ich halt, ne? Mal irgendwas erklären will vernünftig, dann würde ich vielleicht irgendwann mal darüber nachdenken, ein YouTube-Video, das man sich immer und immer wieder angucken kann oder halt auch mal Pause drücken kann, hochzuladen. Aber ich. Ja, ich gucke YouTube auch nur aus der Konserve oder wenn ich was lernen will, dann gucke ich mir irgendwie ein YouTube-Video an, das mir das Wissen beibringt, was ich gerade suche. Und dann ist es, dafür ist es ideal, aber ich war sonst nie so auf YouTube da, diesen ganzen Personenkult, das hat mich nie interessiert. Basti? Ich glaube, bei der Frage ist auch gehört zum Stream auch YouTube, ob du als Streamer auch einen YouTube-Kanal haben musst. Und ich glaube nicht, ne? Hast du einen YouTube-Kanal, Dizzy? Nö, ne? Nee. Ich habe einen, da sind, glaube ich, 15 Videos, aber auch nur, weil ich mal gucken wollte, wie das ist, so ein YouTube-Video zu schneiden. Oder wenn ich halt irgendwas ganz witzig fand auf dem Stream und ich es irgendwie festhalten will. Und ich finde diese Twitch-Highlights total doof. Ja, das... Aber ja, ansonsten, also ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube nicht, dass zum Stream auch YouTube dazugehört. Nö. Wenn man Bock dazu hat, kann man das tun, aber also was ich mache so Lehrvideos, also wenn ich so erkläre, irgendwelche Dinge erkläre, ja, die mache ich und die packe ich dann auf YouTube. Ja. Aber sonst, oder meine Abstürze, meine legendären, ja, Fahrwerk einfahren auf 100 Meter über der Landebahn und so eine Scherze. Also das, was eigentlich in den Highlights aufgehoben wäre, aber da gebe ich dir vollkommen recht, Sebastian, die Highlights sind scheiße. Also das ist einfach, also das Interface von Twitch bedarf da noch ein bisschen Optimierung. Mhm. Und da ist dann YouTube ganz gut, um die Dinger da hochzuladen. Das sehe ich auch so, ja. Dafür ist YouTube die einzige Plattform, also die Plattform, um da hinzugehen, ja. Die nächste Frage, schaut ihr mehr Fernseher oder Streams? Ich glaube, die Frage kann ich für alle beantworten, Streams. Guck gerade auf den Fernseher. Ich habe keinen, also und wir haben hier einen Fernseher stehen, aber der ist nicht angeschlossen. Hm. Ja, wir sind ja heute das Vorprogramm zum Super Bowl. Ich gucke im Moment gerade mal wieder eine Serie, habe ich geguckt. Halle Berry hat das erste Mal eine Serie gemacht. Auf Amazon Prime kann man das gucken. Und das hat mich mal wieder fasziniert. Aber im Normalfall eigentlich nur YouTube-Videos, weil ich was wissen will. Oder eben Streams. Aber Fernsehen gucke ich sonst eigentlich auch nicht. Nee. Ich gucke ab und zu mit meiner Freundin zusammen Germany's Next Topmodel.
So, Stream vorbei. Tschüss. Ich hab mir einige Seasons davon angeguckt, aus beruflichen Gründen. Und hab dann festgestellt, dass das... Für die Wissenschaft. Oh Leute, das ist so weit weg von der Realität, das ist unglaublich. Ja, aber es ist super witzig. Ja, natürlich. Ich das ist auch super witzig. Und es läuft ja auch wieder letzten Donnerstag. Yep. Und die haben ja jetzt den Superdesigner da, der sich im Moment total ins Ausschießt. Also das ist spannend. Also es ist lustig. Ich sehe das als Comedy. Absolut. Und mit dem richtigen Model-Business hat das kein Stück zu tun. Aber ansonsten, nee, also kein Fernsehen. Wie gesagt, wir haben ja einen stehen, aber ich bin nicht angeschlossen, nicht gebucht. Ich habe Kabel Deutschland, Internet und Telefon, das war's. Kein Fernsehen. Ich auch nicht. Ich habe keinen Fernseher. Also ich gucke auch, habe auch keine Intention, Fernsehen zu gucken. Nee. Ich bin Single seit anderthalb Jahren und seit anderthalb Jahren habe ich keinen Germany's Next Topmodel mehr gesehen. Würdet ihr sagen, dass man bei Leuten, die man neu kennenlernt, oft auf Abneigung stößt, wenn man sagt, dass man Streamer ist? Worüber mal sich Leute Gedanken machen? Ist der Wahnsinn, oder? Naja, der Gedanke macht Sinn, aber... Also bei mir ist es eher ein Anreiz für Unterhaltung eher. Man kommt halt so Fragen, ja, und was machst du dann damit? Oder wie willst du dann damit Geld verdienen? Ja. Und dann kommst du halt ins Gespräch, ne? War jetzt gestern erst auf einer Party und da kamen halt auch wieder diese Gespräche. Aber das vermittelt man den Leuten eigentlich ganz gut. Ja, das passt, so aber in das, passt aber in das von vorhin rein. Ja, ja. Ist eigentlich das gleiche Problem. Das sind Leute, die in ihrem Leben einfach Defizite haben. Ne? Also die sind nicht glücklich mit ihrem eigenen Leben und sind jetzt irgendwie völlig überrascht, dass Leute streamen. Also das ist einfach so ein gesellschaftliches Problem. Das ist aber drüber weggucken und fertig. Ich muss sagen, wir haben es auch relativ einfach, weil wir können direkt auf YouTube verweisen und auf die ganzen Erfolgsgeschichten, die schon von daher kommen und sagen, ja, die haben halt auch genauso angefangen. Und wer weiß, wenn ich Glück habe, dann klappt es bei mir vielleicht auch. Deswegen also mit mir stellt das die Thema keiner, schon. Deswegen habe ich das Problem nicht. Ne? Also ich habe keinen, der mich das fragen würde. Irgendwer hat gefragt, ob wir irgendwen kennen. Keine Ahnung. Kenny, sagt mir auch nichts. Sagt mir, also den kenne ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Um was geht's? Die vorletzte Frage. Ich weiß nicht, wer Menderes Bakci ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht. Vor allem danach steht noch ohne Namen nennen. Aber. Weiß ich nicht. keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie kann man den Bay Pirates beitreten? So nicht. Entschuldigung, aber. Nein, das die Frage ist, kann man noch den. Oder, ja. Nee, kann man euren Bay Pirates noch beitreten? Das ja. Sind Kriterien, die werden nie besprochen in der Öffentlichkeit. Das ist ein total elitärer Haufen. Verschlossen. Das passiert, ja. Wenn es passiert. Selbst wir wissen nicht, wie das geht. Richtig. Schlimmer reinzukommen als bei den Illuminaten. Wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall. Boggy hat noch gefragt, Dizzy, wo siehst du die drei anderen in unserem Nudisten-Supermarkt? Die Vorgeschichte, Verzeihung, muss ich kurz erklären. Boggy und ich planen für später, wenn das hier halt scheitert, ja, planen wir einen Nudisten-Supermarkt. Und wir versuchen halt Positionen wie euch drei jetzt hier dann zu befüllen. Wir haben jetzt als Security zum Beispiel Helmchen und Säge, ja, die machen die Security. Also ich würde ganz ehrlich sagen, Garak macht definitiv für mich im Nudisten-Supermarkt den Vorsprecher. Also Garak bringt die Produkte am Mann, definitiv. Also wenn was Neues reinkommt, Garak wird die Produkte vermarkten. Slabby wird sich um die jungen Ladies kümmern, die ein bisschen bezirzen, dass sie mehr einkaufen, zwischen den Gängen sozusagen. Und Basti, oh, jetzt geht's los. Darf ich ins Lager? Ich wollte gerade, das Ding ist halt, ich wollte wirklich Lager sagen, aber dann habe ich mir gedacht, Mann, ich stelle die beim Katzenfutter hin, aber Basti muss ins Lager, der ist halt... Ich würde gerne ins Lager. Basti ist fürs Lager prädestiniert, ja. So gut. Ich würde echt fast sagen, wir kommen so gemütlich zur Ruhe für heute. Also ich meine, wir haben so keine Fragen mehr und wir haben eigentlich über alles geredet. Haben wir noch? Würden wir uns für den Playboy ausziehen? Kommt ihr? Da ist wieder noch was reingekommen. Hm. Das geht sogar ohne Witz. Sogar ohne Geld würde ich mich für den Playboy.
Für den Playboy auf jeden Fall, nur nicht für das Playgirl. Da okay, das Ende war gerade, ich habe echt gedacht, da kommt nichts mehr, aber also ich würde mich für den Playboy nicht ausziehen. Ich würde mich nicht ausziehen. Nee. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist, auch wenn du ein Bild davon schickst. Wir gucken kein Fernsehen. Das bleibt dabei. Geht mich nicht. Glaubt ihr an Karma? PS, ich möchte die Putze in eurem Laden sein. Glauben wir an Karma? Bei Reddit auf jeden Fall, ja. Okay. Die Frage ist, glaubt man überhaupt an irgendwas? Also, da müssen wir, glaube ich, dann erstmal anfangen, ob wir überhaupt generell an irgendwas glauben. Glaubt Thema ihr an... für den nächsten Plankenschnack. Hä? Thema für den nächsten Plankenschnack. An das glaubst du? Streamen und Religiosität. Achso, nee. Nee, das wäre, ganz ehrlich, wir sind ja heute schon abgedriftet. Wir haben ja eigentlich nicht über das Thema geredet. Die Fragen haben uns ja komplett rauskatapultiert. Nun schweben wir in einem Raum voll Leere mit ganz vielen Fragen, die wir beantwortet haben. Und wir haben eine halbe Stunde über unser Thema gesprochen heute. Also ich glaube an nichts. Das Einzige, an was ich glaube, ist die heilige Bockwurst. Und den geschmierten Senf. Glaubst du nicht ans Spaghetti-Monster? Nee. Nur ans Keksemonster, aber das darf ich öffentlich nicht kundtun, weil ich einem Kult beigetreten bin, der durch die Sesamstraße durchgesetzt wird und der mich zur Schweigepflicht zwingt. Wenn ihr eine Sache ändern könnt an eurem Stream, was würdet ihr tun? Betretenes Schweigen. Letzte Frage, würde ich sagen. Und dann machen wir unsere Lieblingsspielchen. Ich habe mir da nämlich was einfallen lassen. Eine Sache, die ich am Stream ändern könnte. Ja. Was würde ich ändern? Macht ihr zweimal, ich muss überlegen. Vor allen Dingen zwei. Ja, dann. Ach so, du auch? Ja, dann. Ich würde nichts ändern, weil wenn da was wäre, hätte ich schon geändert. Also nix. Ich würde noch mehr Zeit reinstecken. Doch, eins vielleicht, aber das schaffe ich nicht. Ich habe eine Sache, die schaffe ich aber einfach nicht. Also ich bin am Freitag habe ich normalerweise Open End. Das heißt, wir schaffen in der Regel zwei Flüge und am Freitag habe ich so viel gesabbelt, dass ich erst um 19 Uhr habe ich den Stream angefangen und ich glaube, um 22 Uhr ist das Flugzeug abgehoben. Ich habe es geschafft, seit 3 Stunden irgendwie mit Gesabbel und Gedöns zu überbrücken, ohne dass ich Zuschauer verloren habe, es sind immer mehr dazu gekommen. Und ich habe ja schon irgendwann geunkt und gesagt, ich werde irgendwann gar nicht mehr spielen, weil das geht ja auch so. Ich würde meinem Stream gerne ändern, dass ich ein bisschen davon hätte. Weil ich glaube, dass das einer meiner großen Mankos ist, dass ich nicht sehr, oder ich rede schon, aber ich bin kein Smalltalk-Mensch, absolut nicht. Also ich kenne Streamer, die haben eine Frage im Chat und machen daraus ein 25-Minuten-Thema und reden. Und kann ich hervorragend. Ich kann das gar nicht. Null. Ich kann Fragen beantworten. Das war's. Also ich bin was das angeht, bin ich ein furchtbar, furchtbar schlechter Streamer. Ich bin gut in den Spielen, die ich spiele, im Normalfall, wenn ich jetzt nicht gerade ein neues Spiel bekomme, was ich spiele und ich mich da erst reinfuchsen muss. Aber ansonsten habe ich einfach dieses Knowledge von dem Spiel, was ich spiele und ich bin da relativ gut drin. Und das ist das Ding, womit ich eigentlich punkten kann, wenn man damit punkten kann. Aber ich hätte gerne diese Fähigkeit, mich hinsetzen zu können und einfach stundenlang über irgendwas reden zu können. Und das fehlt mir. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großes Manko meines Streams ist. Also ich glaube, wenn ich könnte, würde ich das ändern. Ich glaube, ich könnte 8 Stunden durchreden. Ich glaube, das schaffe ich. Ja, ich auch. Also ohne Spielen. Überhaupt kein Ding. Definitiv. Also ich... also ich werde jetzt schon seit neuestem immer aufgefordert, Gaming-Content zu bringen. Ja. Furchtbar. Ja, ich auch. Aber mir sagen, aber wann fliegst du denn jetzt endlich? Furchtbar. Und so. Also, da muss ich echt einkürzen. Ne? Ja. Aber das ist auch eine Sache, wir kriegen ja oft die Frage, was braucht man zum Streamen? Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, um in die Pötte zu kommen. Ja? Entweder schöne blaue Augen oder man muss reden können. Oder beides. Ach, danke. Danke. Mensch, ihr schleimt aber heute auch rum, außer Slappy, der ist nach Leipzig gegangen.
Hau rein, ich Slappy. Die Mia gemacht, genau, die Mia-Maus. Die macht das auch so. Die redet auch stundenlang und isst, bevor das losgeht. Also ich wünsche, das könnte ich. Willst du zuerst antworten, Slappy? Auf die Frage, ob wo möchtest du noch was ändern? Ihr seid heute gar nicht. Du bist heute nicht dabei, Slappy, ganz ehrlich. Ich bin nicht dabei. Nee. Ich hatte da schon darauf geantwortet. Ich habe gesagt, ich würde noch mehr Zeit reinstecken, wenn ich was ändern könnte. Aber sonst, ich meine, ne, ich würde auch gerne dieses Multitasken besser beherrschen, dass ich gleichzeitig was spielen kann, mich darauf konzentrieren kann und dabei halt was erzählen kann. Weil häufig erzähle ich was und kriege halt nichts im Spiel gebacken. Dann gucke ich die ganze Zeit dahin und mache eigentlich gar nichts. Da schließe ich mich an. Hallo! Jetzt sind wir. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Jetzt sind wir wieder beim Thema Beziehung, ja. So kann man den Stream abschließen. Wieso? Ja, weil wir eigentlich nur eine halbe Stunde über das Thema Beziehung von Streamern etc. geredet haben und ansonsten nur darüber, über alles andere. Lilly, wie ist denn das eigentlich für dich, mit einem Streamer zusammen zu sein? Lilly, wie ist es eigentlich für dich, mit einem Streamer zusammen zu leben? Wie ist die, wie ist das für dich? Sprech mal ein bisschen aus Erfahrung. Das ist ganz toll. Vor allen Dingen, wenn er von morgens bis abends zockt, ist ganz toll. Das, ja, doch, macht Spaß. Findest du das eigentlich schön, als Vollzeitstreamer einen Vollzeitstreamer zu unterstützen im Haushalt? Ja, das ist großartig. Ganz toll. Nein, es ist eigentlich wirklich ganz cool, dass wir hier zusammen sind, weil und dass wir beide streamen, weil wir halt wirklich, normalerweise glaube ich, wäre jemand überfordert damit, wenn ich abends 4 Stunden immer streamen würde. Deswegen ist das eigentlich ganz schön, dass er dann die Zeit auch mit streamen nutzt. Gemacht Familie. Au, 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 au. So, komm. So, du darfst jetzt zu Ende spielen. Ich möchte es. Ja. Ich möchte mein. Ich würde sagen, ja, wollte ich gerade sagen. So, Entschuldigung. Da war die, das ist doch völlig in Ordnung. Was ich ändern wollen würde, wäre, ich weiß nicht, ich habe momentan so das Problem, dass ich mit allem gleichzeitig überfordert bin und manche Sachen einfach übersehe, im Chat zum Beispiel. Und ich mag diesen Kompromiss einfach nicht. Und ich merke langsam, wie ich an meine Grenze komme, wo ich nicht mehr, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Also es ist der Punkt manchmal gekommen. An diesem Wochenende musste ich jetzt feststellen, wo ich einfach keine Kontrolle mehr darüber habe, was passieren wird im Stream oder im Chat. Und mir geht so viel durch die Lappen, was mich wirklich sehr, was mich sehr ärgert. Wenn ich das könnte, dann würde ich einfach den Chat so langsam machen, dass ich alles lesen kann. Aber Slow Mode ist auch keine Option, just saying. Das ärgert mich wirklich und das wurmt mich auch. Und dieser Weg dahin, holy moly, da werde ich mich noch 100 Mal im Kreis drehen. Aber das wäre eine Sache, die ich gerne ändern wollen würde, weil ich jedem die gleiche Aufmerksamkeit geben, schenken möchte. Ja. Subscriber-Only-Mode. Ah, nee, das mag ich nicht. Würdet ihr noch streamen, wenn es die Viewer Geld kosten würde, um eure Streams zu schauen? Darf ich als erstes antworten? Das ist jetzt schon der Fall. Weil sonst dürfte ich das nicht Vollzeit machen. Also jetzt kostet es für manche, die das überhaben und mir gerne geben, kostet es jetzt schon Geld. Nur nicht alle. Ja, Dito, bei mir genauso. Also, ja. Also ich würde sicherlich nicht auf einer Plattform streamen, wo man nur draufkommt, wenn man Geld bezahlt hat. Genau. Also ich meine, es ist ja trotzdem noch optional. Wenn du halt nicht zahlst, also wenn es Geld kosten würde zuzugucken, dann die Leute, die sich das leisten, gucken zu und die Leute, die sich es halt nicht leisten, die gucken nicht zu. Ich weiß, was du meinst, Raptor, mit deiner Frage. Und natürlich würden wir immer noch streamen, wenn es jeden 5 Euro kosten würde, jeden Monat, weil Netflix kostet auch 10 Euro, das Internet kostet Euro, alles kostet Geld und im Endeffekt bezahlt ihr jetzt schon Geld dafür. Und wir können das auf die kleinste Nummer runterbrechen und sagen, okay, jeder muss bezahlen und darf keinen Adblock mehr benutzen und so weiter und so fort.
Das ist jedem sein eigenes Ding. Und wenn wir streamen wollen, wollen wir streamen. Ob ihr da Geld bezahlt für, ist eure Entscheidung. Das gilt wie für alles andere auch. Es liegt nicht immer an uns, es liegt an euch, ob ihr Bock dazu habt. Ob ihr Lust habt, zuzugucken. Ob ihr das Geld bezahlen wollt, ob es euch das wert ist. Und das kann man jetzt gerade genau mit dem vergleichen. Und deswegen wollte ich darauf hinaus. Und ich denke, dass wir alle noch streamen würden, wenn es denn so wäre. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Weil ich nicht glaube, dass ich so viel Qualität jetzt tatsächlich leiste, dass man wirklich die Leute dazu zwingen müsste, 5 Euro im Monat zu zahlen. Im Endeffekt, das ist wieder so, das müsste man wieder runterbrechen, wie es dann wieder hinkommt mit Werbung schalten hier, AD-Block, yadi, yadi, yadi. Und es geht jetzt immer noch umsonst. Ich glaube, wenn dann nachher alles Geld kosten würde, würden es die Leute trotzdem gucken, weil für Fernsehen wird auch bezahlt, etc. Und, Stimmt. Barbecue-Zeit, Adblock steuern mich, das stimmt. Was? Ja, wenn ich Werbung mache, dann hat er seinen Adblocker dran und das zahlt er in Steuern für mich. Hm? Ach so. Also der zahlt das dann auf dem anderen Wege. Alles klar. Weil er eben, ich mache ja, wenn ich eine kurze Pause mache, kurz Werbung. Ja. Das machen ja viele deutsche Streamer nicht. Ich mache es, weil ich damit die virtuelle Airline, die wir betreiben, refinanziere, weil die kostet auch Geld. Hosting und all das kostet eben Geld. Und deswegen schalte ich Werbung. Das ist auch so ein Thema, was viele deutsche Streamer nicht mit der Kneifzange anfassen. Ich bin da völlig schmerzfrei, weil Werbung gehört zum Business und schalte das dann einfach in meinem Kanal, aber eben nicht übermäßig. Und so, dass ich da die paar Euro, die ich im Monat dafür brauche, rausbekomme. Aber und was das generelle kostenpflichtige, wenn Twitch jetzt kostenpflichtig wäre, tja, dann ich würde trotzdem streamen, weil vielleicht wäre das auch ein anderes Modell, das auf die Streamer anders zu verteilen oder so, keine Ahnung. Oder eben auch, um die Kosten zu refinanzieren, wenn die Werbeblöcke nicht funktionieren, weil so viele Adblocker laufen. Dann irgendwoher muss das Geld für Twitch ja auch kommen. Es ist ja nicht so, dass das, was die da machen, gerade günstig ist. Und dass die Werbung, die da geschaltet wird, wovon dann die Streamer quasi, die Werbung schalten, davon bekommt ja Twitch was ab. Und beziehungsweise eigentlich ist es ja andersherum, die Streamer kriegen ein bisschen was ab. Das ist aber echt wenig und letztendlich ist das aber ein Refinanzierungsmodell. Ob das funktioniert, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Technik und das Streamen an sich, also das gesamte Zeugs bei Twitch, wesentlich mehr kostet als das, was eingespielt wird. Und da bin ich ziemlich sicher. Aber deswegen kann es auch schon sein. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen. So, und dann. Wenn, ich glaube zwar nicht, dass es irgendwann komplett kostenpflichtig wird, aber mich würde es dann nicht stören. Und wer das nicht bezahlen will, guckt es halt nicht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man dazu gezwungen wird, einen Twitch-Account anzulegen, weil wenn es Geld kostet, wird man ja nicht. Und deswegen ist die Frage eigentlich auch immer verkehrt rum. Denn man wird ja nicht gezwungen, man muss es ja nicht angucken. Ich finde sowieso, dass es auch wieder so ein Punkt, wo es komplett verkehrte Welt ist eigentlich, weil es wird sich viel zu viel beschwert. Ja, genau. Also ganz, ganz ehrlich, ich könnte mir da immer die Haare raufen, was sich beschwert wird. Und also mir fällt zum Beispiel, wenn ich das mal so aus Erfahrung sagen darf, mir fällt das immer auf, dass Viewer bei mir, die nicht donaten oder nicht Subscriber sind, am meisten rummeckern. Weil... Das ist bei mir genauso. Also die Subscriber, da, weißt du, die geben Geld aus, unterstützen einen und da ist keiner am Nörgeln. Und aber der gesamte, also nicht der gesamte Rest, aber wenn einer nörgelt, ja, dann ist es jemand, der noch nie donated hat und noch nie subscribed hat. Was meistens sind das doch dann auch die Leute, die halt nicht mehr followen, sondern reinkommen, sich das angucken und dann irgendwas suchen, dann rumnörgeln und dann wieder gehen oder gegangen werden, besser gesagt. Also auch. Oh, ich habe da auch ein paar Penetrante, die immer da sind, die quasi. Seit anderthalb Jahren lurken und das Einzige, was sie schreiben, sind immer irgendwelche Beschwerden oder dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ne? Das sind ja so Oberspezialisten, die dann, wie ich sie dann immer nenne, die Besserwisser. Das gucke ich mir eine Weile an und dann fliegen sie halt auf die Bannliste und dann bin ich das Thema ja auch durch. Dann können sie weitergucken, wenn sie wollen, aber sie können zumindest mich nicht mehr nerven. Und
Aber davon gibt es ja wirklich welche, ja. Komischerweise bei denen, die Geld zahlen, nicht. Ne? Nee, weil die komisch. Das, glaube ich, irgendwie verstehen. Deswegen bezahlen sie auch Geld. Ich hab auch keine Ahnung, aber das ist auch so ein Thema. Ich hatte letztens gerade jemanden, also ich mache schon, seitdem ich gepartnert bin, am Ende vom Stream Werbung. Immer. Schon immer. Immer am Ende. Jedes Mal. Nur am Ende, weil die Leute, es gibt auch Menschen, die haben gesagt, zum Beispiel, was ich sehr sympathisch finde, hey Dizzy, pass auf, ich kann dir leider kein Geld geben, knall mir am Ende 3 Minuten Werbung rein, ich gucke mir das an und dann habe ich dich unterstützt und alles ist cool. Und es gibt echt Leute, am Ende läuft bei mir halt immer ein Lied oder ein bisschen Musik und es gibt Leute, die beschweren sich, dass die scheiß Werbung darüber läuft, wo ich mir dann so denke, ja. da kommt sogar der Link dazu, wo du es selber auf deinem PC hören kannst, ja, aber hey, kannst du mal aufhören, so einen Scheiß zu machen? Ich wollte mir das angucken, warum kommt denn jetzt hier Werbung, wo ich mir... Hä? Also, nanu, du gehst halt nie auf Klo, du streamst 10 Stunden und am Ende, was bildest du dir ein, hier 3 Minuten Werbung zu machen? Hast du ein Ei auf dem Dach? Also, was spinnst du denn rum? Guckt euch mal den Super Bowl heute Nacht an, bitte. Ja. Guckt euch mal den Super Bowl an und dann wisst ihr mal, was Werbung ist. Für die Werbung, die du da einschaltest, was der Super Bowl Werbung kostet. Guckt euch mal beim Super Bowl die Werbung an und dann beschwert euch nochmal, dass ihr auf Twitch ab und zu aus Versehen mal Werbung gucken müsst. Ganz ehrlich. Ja, oder im normalen deutschen Fernsehen. Ne? Ja, also, oder da. Ist, selbst in den Öffentlich-Rechtlichen, ja, die wir ja sowieso schon durch unsere Gebühren bezahlen, selbst da kommt mehr Werbung als in den Streams von den Twitch-Streamern in Deutschland. Da, selbst da bei gebe, Sky. Da wette ich drauf. Kommt mehr Werbung als in den Streams. Auf Sky, im Pay-TV. Ja, wenn du dir ein Fußballspiel anguckst in der Halbzeitpause, läuft nur Werbung. Fast ausschließlich. Ja, bei Sky ist inzwischen richtig ein Werbesender geworden, obwohl du dafür Geld bezahlst. Früher war das mal anders. Die haben ja damit geworben, dass es eben werbefrei ist, das auch nicht mehr. Ja. Also Werbung Premiere. Ist überall und es ist auch legitim da, wo man keine Gebühren bezahlt, finde ich. Also, ne? Also wenn jetzt, wie soll sich denn sonst ein RTL finanzieren? Ja, das finde ich völlig in Ordnung, ist legitim. Und bei den Streamern finde ich das auch total legitim. Also ich mache das so, dass ich meistens, ich habe eine Viertelstunde Vorspann, bevor ich anfange. Und in dieser Viertelstunde haue ich eine Werbung rein, weil da stört das eh keinen. Obwohl da dann auch wieder welche nörgeln. Aber ich wollte doch das Lied zu Ende hören. Es ist Wahnsinn, oder? Ja. Es ja. ist so und unfassbar. Dann mache ich einmal in der Mitte einen Werbeblock, wenn ich dran denke. Also meistens vergesse ich das ja. Aber wenn ich dran denke, mache ich eine kurze Pause. Und am Ende, so wie Nils, mache ich das genauso. Wenn mein Abspann gelaufen ist, kommt noch mal eine 3-minütige Werbung hinterher. Und selbst da gibt es dann Nörgler. Also das ist, bei mir ist es ähnlich. Aber eigentlich stört es gar keinen, weil es überhaupt nicht relevant ist. Es ist vorne und hinten und naja, die 3 Minuten in der Mitte, meistens verkürze ich die sogar. Es ist, es ist wirklich, das Internet verstehe ich manchmal nicht. Da würde ich gerne eine alte Weisheit von meinem Vater auspacken, alle in einen Sack schmeißen und einfach mal draufkloppen. Ja, du triffst immer den Richtigen. Es ist unfassbar, also ich verstehe auch nicht, warum, ob die Leute nicht einfach mal nachdenken, kurz, oder sich mal Gedanken machen. Es wird gerne, also du hast, die Lieblingsfragen, ja, die Lieblingsfragen dazu. Was machst du beruflich? Kannst du davon überhaupt leben? Wie nimmst du Geld ein? Du spielst doch keine Werbung. Dann machst du Werbung? Was ist denn das für ein Scheiß? Hier muss ich Werbung gucken? Bei dir gucke ich nicht mehr zu. Und dann kommt hinten dran, ne, also ganz ehrlich, Tizzy, jetzt wo du mir mal eine ehrliche Antwort gegeben hast, die mir was bringt, ne, scheiß drauf. Also ich will die Welt nicht verstehen. Ich möchte gern dumm schlafen gehen. Jetzt hau ich wieder ab. Du bist ein Penner. Ich gucke mir jetzt wen anders an. Also ganz ehrlich, also ich verstehe es manchmal wirklich nicht. Deswegen, das gibt es immer eine klipp und klare Antwort. Wem es nicht passt, der soll gehen. Ganz ehrlich. Ja, anders kannst du es ja auch nicht machen. Das nee. Ist so. Und vor allen Dingen gibt es keine Werbung. Was ich dazu auch sagen muss, das passt auch immer da, sehr schön dahin. Einige fühlen sich auch immer wie Prinzessin von der Erbse. Habt ihr das auch manchmal? Wenn dir zum Beispiel jemand als Streamer einen Spruch drückt und du gibst dann halt mal ein Kontra. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das kannst du jetzt aber nicht bringen. Also das, ne. Nee. Und das sind auch immer die Leute, die... Also, ich liebe diese Menschen. Das sind so wunderbare, schöne Vorlagen. Und solche Fragen, die... Oder solche Fragen oder solche Gespräche, die machen mich wahnsinnig. Weil man immer...
da kommt wieder der Punkt oder die Frage, genau solche Leute, da habe ich genau das Bild, wie die Leute aussehen. Das sind nämlich immer die Leute in der Schule, damals in der Schule waren und kopfüber ins Klo reingetunkt wurden. Ja. Ja, ist so. Ja, genau solche Leute sind das. Entschuldigung, aber das ist halt, wie immer, ihr kennt das von mir, brühwarm, bam, raus. Sorry. Aber wir haben ja einen werbefreien Klankenschnack. Mhm. Ja, zum Glück. Also was wäre das auch hier, wenn wir, was wäre das ganz wär ehrlich, wenn wir nach anderthalb Stunden mal eine Pause machen würden und alle auf Toilette gehen? Also das wäre ja grauenvoll. Das würde sich doch keiner angucken. Da würden gleich 500 Leute weggehen, weil sie das, ne, 2 Minuten warten? Ne, da gucke ich mir lieber einen Super Bowl an. Also beim Super Bowl, da, ne, den gucke ich mir an. Aber den Scheiß hier mit Werbung, ach, ne. Hm. War übrigens eine coole Idee, den Super Bowl als Sponsor reinzuholen. Ja, finde ich auch. Hat uns definitiv gut getan. Ja. Die Werbung ist nicht mal aufgefallen, die wir gespielt haben. hier ist noch eine, Ellen Ohne hat gefragt, was war zuerst da, Ask Source oder Plankenschnack? Die Frage kann ich beantworten, um 4 Wochen der Plankenschnack früher. Spielt aber keine Rolle, weil wir keine Konkurrenz sind, sondern unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Streamern, die unterschiedliche Meinungen haben, um euch da draußen aufzuklären, falls jetzt irgendwas daraus entstehen soll. Aber das wird nichts. Und immer umschichtig. Nächsten Sonntag ist es Source. Eben. Ask Source heißt es. Ne? Ask Source. Ja. Es ist immer im Wechsel. So hat jeder was zu sehen. Und die deutsche Community ist versorgt mit Redestoff. Alright? Keine Fragen. Ich würde heute... Eine gute. Okay. Die an mich war, von Boggy. Der meinte, es ist schwierig, dass es so viele Burschen um die Aufmerksamkeit deiner Freundin buhlen. Weil es ja also es ist schon... Es sind schon, ja, das ist übrigens eine gute Frage. Das ist echt würde mich eine gute auch Frage. Weil wenn du so eine Lilly da auf dem Bildschirm hast und du siehst ja den Chat, der da läuft, und das habe ich mir auch schon oft gefragt. Das ist eine sehr geile Frage. Sag mal. Ist echt eine gute Frage. Und inzwischen nein, nicht mehr. Also, keine Ahnung, am Anfang war es anstrengend. Also, beziehungsweise ganz am Anfang ging es noch, weil da waren es nicht viele Leute und so. Und dann ist es halb so wild, weil da die Frage einfach auch nicht aufkam. Als es dann so angefangen hat und Lilly Partner wurde und dann irgendwie 50, 80, 100 Viewer, 200 Viewer, 300 Viewer, zwischenzeitlich nervt es schon. Also ich habe eine ganze Zeit gehabt, wo ich Lillys Stream einfach auch nicht geguckt habe, weil ich mir schlicht und ergreifend den Chat nicht geben wollte. Man kann sich das halt einfach so vorstellen, du gehst mit deiner Freundin am Wochenende in den Club und die wird von einem Typen angebaggert. Ja, siehst du nicht gerne als Mann. Also kann von mir kein... einem. Von einem. So, jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es mir geht, wenn Lilly am Stream ist und da alle 30 Sekunden gefragt wird, ob die Augen echt sind und dass das super aussieht und wie gut sie heute aussieht und bla bla bla. Aber inzwischen stört es mich nicht mehr. Am Anfang ja, aber ich meine, wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen so. Ich kenne Lilly inzwischen, Lilly kennt mich, ich weiß, wie sie tickt und ich weiß, welchen Stellenwert ich habe und deswegen ist es kein Problem mehr. Nee, es stört mich nicht mehr. Aber am Anfang hat es mich gestört und ich glaube, das ist aber auch normal. Ich glaube, es wäre schlimm gewesen, wenn es mich nicht gestört hätte. Aber inzwischen ist es nicht mehr. Ist nicht mehr das Problem, ne. Es interessiert mich auch nicht mehr. Slappy, wie ist denn das für dich, dass mir so viele Leute immer Avancen machen im Stream? Ich kann deinen Chat auch nicht mehr ertragen. Es ist, tut dir das eigentlich im Herzen weh, wenn du das so siehst? Ja. Okay. Also ich weine bitterlich. Ich habe hier schon die Taschentücher. Slappy, ich hab vorbereitet, ich habe immer Zebe auf dem Tisch, so. Ist alles parat. Nils, immer wenn ich dir zugucke, habe ich auch Zebe. Wie jetzt irgendwie seit neuestem alle Zebe auf dem Tisch haben, finde ich so gut, ja. Ist ja auch besser als Taschentücher. Definitiv, das ist saugfester. Ja, eben. Falls man mal ein bisschen größer kleckert. Also, wenn ich gefragt wäre, ob meine Augen echt sind, sage ich immer nein. Ja, du hast doch pechschwarze Dinge. Das sind doch Steine, Kohlsteine oder was hast du da drin? Also ganz ehrlich. Leute, wollen wir zum Ende kommen, oder? Habt ihr noch was Schönes parat heute? Ah ja, mein T-Shirt. Das ist schon gezeigt. Oh, nee. Die,
Das ist echt, nee, ich sag's jetzt hat, gar nicht. Hat, sonst niemand, hat noch niemand sonst. Ich hätte jetzt noch was, aber das bringe ich jetzt nicht, weil das verlängert, den Plan. Hau raus, nein, wirklich nicht. Das verlängert ja, was ist denn das schon wieder für eine Mädchen? Ja, dann aber mal ganz ehrlich, warum habe ich mir vorher den Druck gemacht, dass ich mir einen Favorite Streamer raussuchen musste, wenn wir das jetzt völlig außer Acht lassen? Ja? Nee, lassen wir ja nicht, aber das kommt doch noch. Ach, das kommt, okay, das kommt noch, weil du jetzt so abrupt Schluss gemacht hast. Nein, es ist keine, es war doch nicht abrupt, das war... Doch. Was hattest du denn jetzt noch für eine Sache? Ja, das war genau das. Ich dachte, ja, jetzt macht er hier fertig. Aber. Ich bin noch. Nein. Jetzt kommt doch erstmal noch ein lustiges Spielchen am Ende unter uns und dann kommt alles noch das. Klar, okay. Das dauert halt eine halbe Stunde. Okay. Ich hab nur. Ja, ist gut. Alles gut. Der Basti wieder, weißt du, der hat. Ich hab auf die Uhr geguckt und dachte mir so, ey, dann will er jetzt aber schnell Schluss machen. Basti, hast du etwa noch nie den Plankenschnack zu Ende geguckt? Doch, hab ich. Ja, siehst du, dann bist du wieder fehlinformiert. Allein schon, weil meine Freundin schon da war, habe ich den schon einmal mitgeguckt. Nein, hast du nicht, weil dann wüsstest du nämlich, dass wir das noch machen. Einmal doch, habe ich geguckt. Ach, Basti, welche Streamer kommen denn zum Community-Treffen dieses Jahr? Garak? Garak, du kommst, ja, ne? Ja. Slabby? Bulli und Wöbelchen? Sali? Ja, das war's. Mehr wüsste ich nicht, oder? Bulli-Wirbel? Ich glaube, das war's, ja. Ich glaube, Schnatzi wollte auch. Schnatzi wollte auch, ja? Habe ich mal gehört. Okay. Ja, dann läuft das. Aber zum Favorite Streamer kommen wir gleich, weil ich habe mir nämlich noch ein Spielchen überlegt. Nee, das machen wir nachher, Entschuldigung. Ich habe mich vertauscht. Also jetzt kommt auf jeden Fall erstmal Streamer der Woche. Verzeihung. Wir haben uns nämlich, Basti, du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht heute. Es tut mir so leid. Ohne Witz, ich bin heute, ich habe ja sonst immer so einen Leitfaden und führe das hier so ein bisschen durch die Runde. Ich habe heute, bin komplett desorientiert. Also das ist das erste Mal und Basti hat dazu jetzt wieder noch am Ende zugetragen. Das muss ich ihm jetzt in die Schuhe schieben. Ich bin heute durch diese ganzen Fragen, die so gut reingepasst haben, deswegen übrigens nehme ich zwischendurch keine Fragen rein, jetzt wisst ihr warum, ich habe total den Faden verloren heute. Der Wahnsinn. Aber Streamer der Woche. Und übrigens, passt auf, Freunde der Sonne, heute ist es richtig vorbereitet. Ja? Ich habe noch Faden. Was ist denn? Geklaut oder wie? Nein, das ist mein Bikini. Ach so. Garak, du wirst heute anfangen mit deinem Vorschlag. Ja. Ich habe mal geöffnet. Mach mal Link, ja. Ja, also, kopiere ich schon. Mein Vorschlag, Streamerin der Woche, ist Toxic Valentine. Das ist ein Mädel aus, keine Ahnung, English Musician, sagt sie. Wobei ich nach dem Akzent zu urteilen eher auf mehr östlich getippt hätte. Aber das kann jetzt ja auch Englisch sein, ist egal. Die heißt Laureen und ist eine Streamerin, die echte Musik macht. Ich bin ganz gerne mal so in dem Musikbereich von Twitch unterwegs. Und die gehört dazu, die singt und spielt Gitarre dazu. Also nicht hier irgendwie so ein fertig aus der Software rausgedüdeltes Zeugs, wo sie dann nur zu plärt oder Gitarre angestöpselt mit dem Computer, wie viele andere das machen, sondern das ist wirklich handgemachte Musik. Und die singt da vor sich hin und das macht sie relativ gut. Und ich kann die ganz gut hören. Die hat meist so 2-3 Stunden Streams, wo sie dann am Rumtrellern ist. Und ja, ist keine elektronische Musik, sondern handgemachte Musik, so richtig echte. Und zusätzlich ist sie auch noch im Kreativbereich tätig. Das heißt, sie zeichnet auch noch. Die ist also multibel begabt. Und sie spielt, was man auf Twitch selten hat in letzter Zeit. Sie spielt so Sachen wie, das muss ich mir aufschreiben, Ark und Pokémon, was super zusammenpasst, finde ich, aber egal. Also eher so ein Casual-Gaming-Zeugs, aber der Hauptaugenmerk, weswegen ich sie empfehle, ist eigentlich der Kreativitätsbereich, und zwar das Singen, Lieder machen, und das macht sie recht gut. Ja, Toxic Valentine, die Laureen. Slabby. Ich habe dieses Mal den Bananasaurus Rex drin, weil der einfach einer meiner absoluten Lieblingsstreamer ist. Schon immer gewesen. Ich habe den schon gefunden, als ich noch ganz, ganz neu war auf Twitch, weil er damals noch, wie hieß denn dieses Spiel mit den, ach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so ein super schweres Spiel, da war er einer der Besten und hat Dinge unlockt, die noch vor ihm keiner unlockt hat. Und spielt halt immer diese Fangames zum Beispiel, also I Wanna Be The und dann bla bla bla, ne? Und I Wanna Be The Boshi ist für ihn Pipifax, der spielt halt die richtig schwierigen.
Und hat jetzt vor, also letzte Woche viel The Witness gespielt und ich gucke dem einfach immer gerne zu. Wenn ich gerade mal wach bin und er streamt, dann hänge ich bei ihm immer dran. Das ist einer der Streamer, die halt ohne Kamera streamen und den man trotzdem halt dran hängt. Und das ist schon eine Leistung. Und bei dem ist halt immer, der brüllt rum, regt sich auf über das Spiel, beleidigt seine Zuschauer, aber die beleidigen ihn halt wieder zurück und alles ist halt, ne, so. Trotzdem ist halt alles witzig. Und deswegen liebe ich das, da bei ihm zuzugucken. Basti, willst du als letztes oder? Puh, wie du möchtest. Ich habe dich schon aus der Fassung gebracht, dann darfst du jetzt entscheiden. Ich bin noch mal kurz. Ja. Bei mir ist es Lost in House. Die gute Annie. Da bin ich in letzter Zeit sehr drauf hängen geblieben. Sie macht elektronische Musik, ist mehr so. Ja, Deep House, also ganz diepe Sachen, die sehr ruhig sind, wo man ja förmlich in Ekstase gerät, wenn sie denn mal da ist. Und kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Die junge Dame ist aus England und legt wirklich sehr viel gute Sachen auf. Wenn man darauf steht, sollte man da definitiv mal vorbeigucken. Empfehle ich immer. Also ist eine wärmsten, ich empfehle es wärmstens, da mal reinzuschauen, wenn man elektronische Musik mag oder generell mal so ein bisschen ruhigere Musik haben möchte. Finde ich sehr, sehr geil. Was sie? Ich mag keine elektronische Musik und selbst ich finde Lost in House total geil. Wow. Wenn das Garak schon sagt, dann Freunde der Sonne. Huh! Dann wisst ihr Bescheid. Ja, höre ich gerne rein, weil das hat Hand und Fuß. Also das kann ich mir anhören. Passi, du hast noch wen vorzuschlagen? Ja, ich habe mir Fischkopf ausgesucht, den guten Fischi. Ich weiß nicht warum, aber Fischi ist für mich in letzter Zeit so auf Twitch einer der Leute, die ich am liebsten gucke. Der kommt ursprünglich aus dem YouTube-Bereich und streamt jetzt aber auch auf Twitch eben schon ein bisschen länger. Ist ein relativ großer deutscher YouTuber, wo ich das Glück hatte, dass ich ihn auch auf der Dreamhack kennenlernen durfte und man auch zusammen Blödsinn gemacht hat und weggegangen ist zusammen und alles. Super lieber Typ, totaler Schreihals, also unfassbar lautes Organ, nur am Rumbrüllen auf dem Stream, im guten Sinne, also nicht irgendwie am Schimpfen oder so, sondern einfach nur begrüßt seine Viewer und Subs immer mit Live-Gitarren-Kurzstücken und ist einfach absoluter Energiemensch. So. Also der kann echt keine 2 Minuten ruhig sitzen. Ist auch ständig nur am Blödsinn machen und spielt einfach kreuz und quer. Also von American Truck Simulator über Project Cars, über Hearthstone, Darkest Dungeon, alles. Absolut alles. Aber ein super lieber Typ und absolut entertaining, also wirklich mit, wie gesagt, die Gitarrenstücke, die er mal reinhaut und dann anfängt zu singen und richtig, richtig guter Typ. Aber ja, also wenn man reinschaut, auf alle Fälle Lautstärke um die Hälfte runterdrehen, weil er ein sehr lautes Organ hat und sehr viel herumbrüllt. Aber netter Typ, mag ich. Rumbrüllen ist gut. Rumbrüllen ist ja wichtig. Also, wie gesagt, nicht im negativen Sinne, sondern wirklich laut sein. Emotional beim Streamen dabei. Okay, Freunde der Sonne, ich habe mir heute was richtig Fetziges ausgedacht, okay? Seid ihr bereit? Nö. Und zwar werden wir jetzt Folgendes tun. Slappy wird in Garak seiner Art, also du wirst jetzt Garak imitieren, auf Wiedersehen sagen. Garak, also Basti wird in meiner Art, also Basti, du wirst mich mimen, ich werde Basti mimen und Garak, warte mal, nee, das haut nicht ganz hin, aber wartet. Slappy macht Garak und Garak macht Slappy. Wir tauschen die beiden jetzt auf jeden Fall erstmal durch. Also Garak, du machst den Slappy und Slappy, du machst Garak, weil ihr versteht, ihr habt ja so eine Symbiose, ja? Basti macht mich und ich mach Basti. Und so müsst ihr Tschüss sagen. Ihr könnt euch kurz Zeit lassen, euch sammeln, wenn ihr möchtet. Aber Basti, du bist der Letzte. Du musst am Ende Tschüss sagen als ich, sozusagen. Das finde ich so gut. Das ist mir letztens eingefallen und ich fand es verdammt schön. Aber nur du, ne? Ja, weil dann nämlich jetzt total die Jauche bei rauskommt, die verdammt lustig sein wird.
Oh Mann. Ja. Wer möchte denn anfangen? Also, keiner will. Ich muss ja sagen, ihr seid total bescheuert. Ich kann euch jetzt gar nicht. Also, ich bin überhaupt gar nicht eurer Meinung. Weißt du, die Deutschen haben immer so ein. Die können einfach nicht Tschüss sagen. Das ist also so ganz so einfach. Tschüss! Oh. Aber original! Oh, ich muss mich erstmal wieder einkriegen. Aber original! Oh, ich hab schon Sterne vor den Augen. Oh Mann. Ich auch. Also, ich versuch das mal. Warte mal. Oh. Okay. Soll ich machen? Nee, ich komm, geh los. So, ich krieg das nicht hin. Ich kann Slappy gar nicht nachmachen. Danke, dass ihr dabei wart heute. Es war zeitweilig nicht so sozial, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ihr könnt mir ja sowieso nicht intellektuell folgen. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Du hast vergessen, ich gehe jetzt hoch zum Baby noch. Bis er anfängt zu schreien. Oh, okay. Basti. Jo. Also eigentlich bin ich ja nicht so der Networking-Typ. Ich mache lieber alles selber. Und bei der Dreamhack letztens schon, als ich mit Dizzy draußen stehen musste, war voll unangenehm die 15 Sekunden. Das ging gar nicht. Und jetzt muss ich hier auch noch sitzen und mich mit ihm unterhalten. Eigentlich würde ich lieber meine 16 Stunden vorm Rechner sitzen und mir von Lilly was zu essen geben lassen. Aber hey, man kann ja ein bisschen networken, ein bisschen quatschen und sich mal halt kennenlernen. Ich werde gleich noch eine Runde Shooter spielen gehen. Noch ein paar kleine Kinder ärgern in DayZ und dabei einfach nichts erzählen. Aber trotzdem könnt ihr zugucken. Weiß ja jeder alles über mich, da muss ich ja nichts sagen. Ja, also ganz ehrlich. Haut rein, Leute. Peace. Und hier. Da hat er ja 2 Wochen Zeit gehabt zum Üben. Nee, das ist, nee. Das war, so lange kann ich das auch nicht. Aber Basti ist schwer nachzumachen, weil Basti so ein ruhiger ist. Ja. Ja, also da brauche ich jetzt auch gar nichts mehr sagen, weil die anderen drei haben das schon alle gesagt. Und auf alle Fälle Plankenschnack 1, 2 und 3 gucken, da ist eh schon alles gesagt worden. Und in dem Sinne, tschö. Sehr geil. Du hast, du hättest doch, nee, hättest du nicht, aber das müssen wir beibehalten, das finde ich sehr schön. Jetzt immer der den Gast als längsten kennt, der kann dann so korrespondieren. Ich finde das gemein, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Okay, Freunde der Sonne, na, aber Spaß beiseite. Ich mach den Anfang. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie sind wir getrieben durch einen Raum voller Fragen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es war wunderschön irgendwie, doch mal was anderes zu erzählen oder zu bequatschen. Vielen lieben Dank für die wahnsinnige Beteiligung von euch bei Twitter für die Fragen. Plankenschnack wird es wieder nachher geschnitten geben als Highlight. Morgen, denke ich, hoffe ich, ist es bei YouTube drauf. Und Dankeschön. Love you long times und bis denn. Ja, also Slappy will sich gerade verabschieden, aber Slappy meint, ich habe schon wieder meinen Fußschalter nicht gedrückt. Verdammt, muss mir das merken. Ich hänge mich einfach nur dem dran. Ich fand es heute auch gut und mir hat es auch Spaß gemacht. Und was soll ich noch sagen, außer Tschüss, ne? Hier die Flitsche. Die Flitsche, sagt er. Und auch den Doppelten. Ach, den Doppelten auch noch? Okay, aber den machst du, du hast den nicht so schön gemacht. Du musst richtig ran, weißt du? Du musst eine. Genau, so läuft das. Garak? Bin ich dran? Ach ja. Ja. Danke fürs Zuschauen. Hat heute super Spaß gemacht, muss ich sagen. Also. Ich konnte sogar zu 2, 3 Dingen etwas beitragen. Und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich. Bro, weil ich schwing halt immer übelst die Rede mit Twitter und hier und dann, ja, war schön, danke, toll, dass ihr da wart. Ja, ja. Twitch-Kanäle, Twitter und YouTube, dass wir überall zugange sind, weiß doch jeder. Du musst networken. So. Garak, ich ganz ehrlich, es ist unerhört. Wir haben heute darüber gesprochen. Du hast die Kritik von mir gekriegt. Du nimmst dir das nicht mal am Ende zu Herzen, dass du endlich verdammt nochmal networken musst. Verstehst du das? Du könntest einer der größten Flugsimulanten der Welt sein, wenn du nicht sogar schon der größte bist. Leider. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Mann. Nur die Nummer zwei. Furchtbar, Garak. Aber es ist wichtig, immer der Zweitbeste zu sein, weil man sonst kein Ziel mehr hat. Ja. Na? Ja. Und viel Spaß euch allen noch beim Super Bowl, diejenigen, die sich das angucken wollen. Ich muss leider morgen sehr früh arbeiten und kann es mir nicht angucken. Es spielt auch keine Mannschaft, die ich gut finde. Insofern, viel Spaß. Bin ich jetzt? Ja, ne? Du hast das Schlusswort für heute. Ich habe Schlusswort. Ja. Vielen Dank fürs Dahaben. Es war sehr angenehm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und zwar ein witziges, kurzes Thema mit sehr viel Abschweifen, was eigentlich auch ganz cool war. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Dahaben. Das ist ja jetzt eigentlich komplett. Nächstes Mal ist einfach die Katze dabei. Dann setze ich die Katze hier hin und dann ist die ganze Wohnung einmal im Plankenschnack gewesen. Das ist doch schön. Wie ihr halt echt alle keine guten Tagsager und auf Wiedersehensager seid, ja? Also bei, wenn du bei Garak und Slappy ins Stream gehst, bah, das dauert 45. Kauft mein T-Shirt und folgt mir auf Twitter und wir, nee. Nee, ich sage immer, wenn ich anfange, meine persönliche Latte für Subs ist unterschritten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und mehr meine ich. Ja, und dann geht's los, oder was? Dann einfach, okay, super. Ja, dann machen wir das heute auch so. Meine persönliche Latte von eurem Nonsens ist überschritten. Oh nein. Auf Wiedersehen, Leute. Winkt doch nochmal. Ihr wisst ja, wie das geht. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Tschüss. Ich fange gar nicht erst an, von meiner persönlichen Latte zu reden. Ne? Ja, auf bald.